Leute, wir sind pünktlich am Start, pünktlich wie die Maurer, heute hier im Knust. Yo, es ist 19 Uhr, mein Name ist Lars Leverenz, ich bin heute Abend der Moderator dieser schönen kleinen Audiolied-Streaming-Gala. Ein März für Audiolied, ja. Es ist wirklich schon März 2021, man glaubt es kaum, die Zeit schreitet voran wie irre. Wahnsinn! Schön, dass ihr alle da draußen am Start seid. Als allererstes, auf jeden Fall müsst ihr euch natürlich erstmal ein Getränk holen. Checkt die Getränkekarte aus, dort gibt es wahnsinnig gute, viele Getränke für euch. Also, ich habe vorhin schon gesehen, es wurde sogar schon was bestellt, es wurde sogar schon Pfeffi bestellt. Also einige Leute haben uns schon hier was in die Kasse gebracht. Darum geht es natürlich heute Abend. Unterstützt euch, indem ihr Soli-Tickets kauft, indem ihr quasi Getränke kauft oder auch andere Sachen. Es gibt zum Beispiel auch Tulpen oder auch ein paar andere tolle Sachen. Auf der Getränkekarte, checkt das aus. Heute hier im Knust zu Hamburg die kleine Audiolied Streaming Gala mit den illustren Gästen. Wir haben Ducks on Drugs, dann haben wir sind nicht da, sind nicht gekommen. Schon der erste Verhaspler drin, wahnsinnig gut. Wir haben natürlich die Zigaretten. Dann haben wir Frau Dolit, Soundsystem und Spirelli auf jeden Fall. So sieht es aus, so ist das Line-Up. Das Ganze ist immer unterbrochen mit einem DJ-Set von Frau Dolit zwischendurch. Es gibt ein paar Interviews, es gibt ein paar lustige Sachen auch noch später, ein paar kleine Überraschungen. Aber als allererstes fangen wir an mit einem kleinen Interview mit den Zigaretten. Ich habe hier zur rechten und zur linken zwei nette... Oh, so sieht das doch schon viel besser aus. So sieht man doch endlich mal die ganze schöne... Die Schönheit dieses Setups auf jeden Fall. Ja, die Zigaretten sind zu Gast. Herzlich willkommen im Knust. Hallo, danke. Hi Lars, schön, dass wir da sein dürfen. Wahnsinn, wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen. Es ist fast so, als ob man das gar nicht mehr so richtig kann, so Smalltalk machen, ne? Es ist surreal, im Club zu sitzen und auch Smalltalk zu führen. Es ist beides in weite Ferne gerückt und ja. Wir versuchen natürlich nur bestmöglichen Smalltalk mit Inhalt heute hier zu machen für die Leute da draußen, denn ohne die Leute da draußen wären wir ja gar nicht das, was wir sind, nämlich irgendwelche Typen, die hier rumsitzen und labern für die Leute da draußen. Willst du vielleicht auch was sagen? Da musste ich nicht so viel Scheiße reden. So? Du machst das so wunderschön. Ach, ich hänge einfach an deinen Lippen die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, ich wollte eigentlich die ganze Zeit lamentieren, was mit Corona ist und sowas und wie scheiße alles ist. Und jetzt bin ich irgendwie 10 Minuten hier und fühle mich glücklich. Das ist schön. Und ich hoffe, ein bisschen davon geht auch raus, von diesem Glück natürlich heute Abend, dass man das auch fühlt, wo immer man das jetzt guckt. Ich weiß nicht, wie das Wetter ist. Ist gut. Weil dann vielleicht geht jemand raus, vielleicht geht jemand an die Elbe und guckt sich den Stream an. Ja. Schickt gerne Fotos, wovon immer ihr seid. Der schönste Ort oder der interessanteste Ort gewinnt einen Aufkleber. Das ist eine gute Idee. Oder? Finde ich gut. Okay. Also, ich finde auch, du hast ein gutes Stichwort, ne, glücklich sein ist ja immer so, ne, der Alltag ist immer so, dies, das, aber eigentlich, mal Frage an dich, bist du glücklich? Trotz der ganzen Scheiße? Auch, ja. 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 Das ist doch viel wert. Ja. Bei dir? Ich bin schon auch glücklich, ja. Also, im Großen und Ganzen, ne, es muss natürlich Abstriche machen, so, aber life is good, würde ich sagen. Dann ist schon viel geschafft. Ja, ich finde es irgendwie auf eine Art ziemlich bipolar auch so, weil wir irgendwie an unserem Album rumarbeiten gerade und eh viel zu tun haben und auf der anderen Seite sind halt keine Live-Konzerte und sowas und ich denke auch schon alle 3 Tage ab und zu mal, fuck, so, also man realisiert das ab und an und denkt sich, ah, das wird schon fast ein Stück Erinnerung und nicht irgendwas, was mal normal war so und ja, aber jetzt ist man hier und freut sich. Also war auf jeden Fall komisch, heute mal wieder ein Auto voll zu packen mit Equipment und das irgendwo hinzukarren, was ja sonst eigentlich eher was man öfter mal macht. Ne? Wo man ein bisschen Routine hat, ist es jetzt wieder so, oh, ja, ein Auftritt. Das hat auch nicht funktioniert von den Instrumenten und sowas. Also das quasi, ihr musstet ja das Tetris nicht neu erlernen, sondern wart eigentlich immer noch, das sind ja auch Handgriffe, die man eigentlich im Alltag immer so macht, die passen irgendwann und dann macht man die 1000 Mal und dann sind die auf einmal nicht mehr da und man macht die nicht mehr so und dann denkt man so, okay, krass. Das habe ich mal gemacht. Das habe ich mal gemacht so und ich glaube auch, ne, gerade in diesem Ort, wo wir sind, im Knust, ich habe hier schon Sachen gemacht, da möchte keiner was von wissen oder vielleicht doch oder ich habe sie auch wieder vergessen. Es ist halt so schön, wieder mal im Club zu sein auf jeden Fall
Und es ist natürlich absurd, irgendwie hier zu sitzen so und so. Eigentlich möchte man ja ganz andere Sachen machen mit euch. So. Man möchte zu eurer Musik abgehen. Ich weiß nicht genau, habt ihr noch die Erinnerung an das letzte Live-Konzert, was ihr gespielt habt, wie die Leute da so drauf waren? So? Also wo man eigentlich so nach Lechts quasi, ey, wie war das eigentlich noch? Also ich kann mich da teilweise gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ich glaube, das Gefühl ist immer noch irgendwie da. Könnt ihr das so beschreiben? Also der letzte Live-Gig, den wir hatten, der war in Berlin, war das im Badehaus, glaube ich. Und das war Ende, wann war das? War das Ende letzten Jahres irgendwie so um den Dreh? Ich wollte dich antworten lassen, weil ich mich nicht erinnere, ehrlich gesagt. Ja, genau, aber das war noch ein Gig, wo es schon Beschränkungen gab, ne? Also Leute durften nur mit Masken dann sich im Raum bewegen und durften dann am Tisch sitzen, glaube ich, in Zweier- bis Dreier-Grüppchen, ne? Das war irgendwie auch limitiert. Und wenn die halt zur Bar sind oder irgendwie auf Toilette und so, dann mussten die Maske aufsetzen, genau. Und es war, glaube ich, auch irgendwie ein paar Tage später war dann auch wieder Schicht im Schacht, so, da waren ja wieder Veranstaltungen nicht möglich. Also das war tatsächlich so, auf den letzten Metern haben wir noch einen Gig reingezwängt. Und ja. Das war auch ganz cool, es war so eine, wie sagt man, so eine Atmosphäre wie im Café Käse oder so, weißt du, mit so Tischen und so, das war echt ganz nett eigentlich, aber es ist halt irgendwie auch nicht so dasselbe. Aber so ein richtiges Konzert, wo die Leute durchdrehen, ey, wenn das passiert, ich habe vorhin gerade gesagt, wahrscheinlich, wenn alles gut geht, wird es ja irgendwann, also es kann ja natürlich noch schlimmer werden, aber ich gucke positiv in die Zukunft, dass das alles natürlich mal wieder geil wird, dass man durchdrehen kann. Dieses Line-Up, was heute hier stattfindet im Streaming, sollten wir eigentlich genau in einem Jahr nochmal wirklich, wenn alles wieder so durchdrehbar ist, genau nochmal so machen, weil ich finde, die Mischung ist auf jeden Fall super gut so, ne? Ein gutes DJ-Team, ne? Spirelli, auch eine Weltpremiere, mal gucken, vielleicht gibt es dann noch weitere Acts, die vielleicht auch dazukommen oder neue Songs, dies, das, keine Ahnung, Ducks on Drugs, ihr, das ist so ein spitzen Line-Up, finde ich. Und ich finde auch genau das, was wir auch vorhin hatten, so, dass die Leute aus verschiedenen Genres zusammenkommen und irgendwie was präsentieren auf der Bühne, was einfach nicht, also ne, ich meine, klar, man geht auch gerne zu Techno tanzen, das ist das eine, so, aber wo halt verschiedene Sachen angeboten werden, wo man sich einfach bewegt, so, wir hatten gerade vorhin das Thema, wie war das mal, als man in der Mutter mal irgendwann besoffen ein Bier bestellt hat, also dieses typische, wie viele Leute sind eigentlich wie am Start, heute sind wir voll total vereinzelt, aber danach lechzen wir alle, dass wir faktisch wieder zusammen durchdrehen können. Und ich glaube, ich habe so Bock, dieses Line-Up, und das wünsche ich mir heute Abend, dass das nächstes Jahr hoffentlich mit sehr, sehr vielen Leuten. Wie viele Leute passen hier rein endlich ins Knus? 5.000, 6.000 Leute eigentlich? Na, vielleicht 400, 500? 500 Leute nächstes Jahr am, ist wahrscheinlich dann kein Sonntag, aber ein, nicht der 14., aber dann ist auch scheiße. Lass mal am Freitag machen, Lars. Machen wir am Freitag. Ja, oder? Das ja ist genau. Das ist seid ihr dabei nächstes Jahr? Ja, wir sind dabei, auf jeden Fall. Also würde ich gut finden. Wenn es ein Freitag ist. Der Kalender ist bestimmt schon voll, ne? Der ist ja immer für ein Jahr im Voraus irgendwie dicht geplant, aber das besonders jetzt, ja. Sollten wir auf jeden Fall. Aufstehen. Also ihr plant schon ein bisschen so mit der Zukunft, ne? Ist nicht so No Future und irgendwie. Nee, wir sind ja eher Yo Future, ne? Wir sind ja. Jeder Tag ist ein neuer Tag, auf jeden Fall. Amtlich, sehr gut. Tja, jetzt ist der Smalltalk zu Ende, ne? Was machen wir jetzt? Musik hören, würde ich sagen. Musik hören? Ich habe schon Frau Juli Sound System gehört, auch vorhin. Mega. Ey, auf jeden Fall. Erster Track Second war ganz Floor gut. Feeling. War gut, oder? Kam hier so. Ja, sehr gut. Der Sound ist auch wahnsinnig gut hier. Ja, es ist einfach. Wir saßen hier und die Bassdrum so bum, bum, bum. So ungewohnt. Mach mal eine Bassdrum. Musst du ihn fragen. Was kann man? Bum, 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 bum. Ich glaube, es war eine sehr schlechte Bassdrum. Entschuldigung, ich habe übrigens aufgehört zu rauchen für alle, die es da draußen interessiert. Also wenn ihr nochmal mich irgendwo seht, kommt und quatscht mich nicht voll, dass ich mit euch rauchen sollte, mache ich nicht mehr. So, das war's. Ich habe aufgehört zu rauchen. Endlich ein Laster weniger. Ist gut, Lars. Sehr Leute, gut. Ja, danke, danke, danke. Lebenserhaltende Maßnahme. Mach weiter so. Das ist gut, so. Oder? Ja. Das ist das einzig Gute, was ich dieses Jahr bis jetzt geschafft habe. Das soll die Scheiße auch. Nee, ist gut, ne? Ja. Wie sieht es eigentlich aus da hinten so in der Bar? Sind die Leute schon betrunken? Weiß das jemand? 28 Leute sind schon drin. Nein, nein, nein. 90 Leute. Wow, Leute, das ist doch super. Das hätte ich nicht gedacht. 90 Leute muss man erstmal zusammenbekommen. Das ist ein ganz schöne Hausnummer. Es drängelt sich an der Bar, ja. Auf jeden Fall. Das ist schön. Lieben Gruß schon an jeden Einzelnen. Das macht Umsatz, glaube ich. Das ist doch super. You're at home, baby. Es fühlt sich ja auch immer ein bisschen an im Club, wenn man den gut kennt, ne? Wenn man alle Ecken kennt, ist das auch ein bisschen wie ein zweites Zuhause eigentlich, ne? Das ist in der Tat richtig. Wir haben einmal hier gespielt, ne? Ja, wir haben mit Sputcher hier gespielt. Ich erinnere mich, dass ich von der Bühne gefallen bin, nämlich, glaube ich. Ja, genau. Ja, genau. Das war vor zwei Jahren inzwischen, oder was? Ah, also ihr habt einen Gig bis jetzt hier gespielt, eigentlich.
Ich glaube ja. Ja, okay. Was ist denn so uns euer zweites Zuhause, clubmäßig in Hamburg? Sagt jetzt nichts Falsches. Jetzt ist dieser Druck, dieser immense Druck, den du jetzt so ausgelöst hast. Ja, sag doch mal was. Was soll ich denn jetzt sagen? Komet ist geil, auf jeden Fall. Komet. Oh, ja, hatten wir vorhin auch schon. Komet ist geil. Komet, Molotow sind wir auch relativ viel. Das sind doch die richtigen Läden. Molotow, was los? Die ziehen jetzt um wieder, ne? Ich weiß nichts. Glaube ich. Ziehen zurück, alte Location oder so. Oder darf ich das nicht sagen? Fuck. Scheiße. Gibt es das eigentlich später in der Mediathek zu sehen, auch alles hier, was wir hier reden? Oder wird das zensiert? Ich kann nicht sagen. Scheiße, ey. Scheiße. Das wollte ich immer schon mal sagen. Scheiße. Ist noch lang? Scheiße. Wie spät ist es jetzt? 19.10 Uhr, ne? St. Pauli. Geht ihr zum Fußball? Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Nee. Ist mir so, Fußball ist mir wirklich scheißegal. Sorry, dass ich das jetzt hier drin sagen muss, weil es bestimmt einige Leute gibt, die richtig Bock auf Fußball haben, aber bei mir ist das einfach, das kannst du mir einen Buckel mit waschen, wenn man das so sagt. Ich finde auch, jeder kann daran Spaß haben, so gerne, aber irgendwie, das macht doch auch nur Stress, oder? Da kriegt man doch nur, da ärgert man sich einfach jedes Wochenende, jedes zweite. Wenn man ein Fan vom falschen Verein ist, auf jeden Fall mehr noch. Ja, das ist so, wenn man so einen Hang zu... Und wenn das jetzt auch so auf Meta-Ebenen stattfindet, dass da halt keiner ist und der ganze Laden läuft halt trotzdem weiter. Ne? Es ist ja nicht wie bei uns, wo immer Millionen Leute zugucken, sondern da sitzt ja vielleicht, weiß ich nicht, 3 Leute vom Fernseher dann und die spielen und schieben sich ihr Geld hin und her und so. Und ja. Lass uns mal über was völlig anderes reden. Was machst du denn so, also wenn du nicht so Musik machst eigentlich? Wenn du das erzählen möchtest, dann musst du natürlich nicht. Nee, also meistens sitze ich dann zu Hause und gucke aus dem Fenster. Hm. So, ich habe ein sehr schönes, großes Fenster mit einem bequemen Sessel davor. Mich erkennt das. Der, ja, das ist ein Spitzenfenster. Der schläft ab und zu öfter mal bei mir und dann gucke ich einfach viel aus dem Fenster und genieße die Zeit. Scheiße, Alter. Das klingt wie die beste Beschäftigung ever, aus dem Fenster gucken. Mag ich auch gerne. Was machst du denn so nebenbei? Ich gehe spazieren. Ja? Auf jeden Fall und... tut Dinge, die man so machen muss. So aufstehen. Ja, aufstehen und Kaffee holen. Aufstehen auf jeden Fall erstmal, dann mich dehnen, dann trinke ich einen Gemüsesaft und ich habe mich in so ein Korsett reingezwungen von Dingen. Dann rauche ich die erste so 12:30 möglichst erst. Ja. Also machst du schon so richtiges, so ein Lotterleben. Ich finde eher, es ist so hochdiszipliniert, echt? Muss ich sagen. Ja. Wow. Das diszipliniert ist, dann finde ich das bin ja far vom Disziplin. Finde ich gut. Und ja, kann ich mal kommen zu dir, irgendwann dir dabei zugucken? Ich habe auch noch einen zweiten Stuhl, also du kannst auch daneben hocken. Das geil. Können wir, gut. Wenn das alles mal wieder gut ist, gehen wir mal zusammen und gucken ihn dabei zu, wie er aus dem Fenster guckt. Ja, und auch im Frühjahr wird es schön, ne, weil da Bäume vorm Haus sind, so, da kann man irgendwie Eichhörnchen angucken. Oh. Das ist natürlich. Igel hast du nicht, leider. Igel könnten sie da nochmal hinsetzen. Ja, mal das gucken, ob Igel mal auftauchen. Aber ja. Eichhörnchen en masse. Apropos Eichhörnchen. Seid ihr viel im Internet eigentlich unterwegs? So? Privat. Privat oder auch geschäftlich? Privat im Internet. Nee. Ja. Eigentlich also, sei doch einfach mal ehrlich jetzt. Bist du viel im Internet unterwegs? Ja oder nein? Ich glaube schon, ja. Du? Ja, gut. Ich bin eigentlich immer im Internet. Echt, wirklich? Ich glaube, ich bin jetzt auch gerade im Internet. Wir sind doppelt im Internet. Wenn du jetzt gerade im Internet bist, weißt du, wir sind jetzt zu dritt im Internet mit ganz anderen vielen Leuten noch da draußen. Ja. Alle Leute, die da draußen jetzt im Internet bei uns sind, wir fühlen euch auf jeden Fall, dass ihr da seid. Na, das ist, manchmal ist das Internet ein bisschen so unpersönlich, aber ich finde das ehrlich gesagt, mir macht das Freude, wenn ich weiß, da sind Leute mit uns da draußen, mit uns verbunden. Also ich möchte euch umarmen. Ich hoffe, ihr fühlt das, was wir gerade hier mit euch besprechen, dass ihr seid Teil des Ganzen. Das ist total wunderschön, finde ich ehrlich gesagt, dass man weiß, es gibt Leute, die gucken einen zu und wir sind nicht ganz allein. Boah, klingt das... Jetzt guck doch nicht in meine Richtung, guck doch einfach zu ihm. Ich guck dich immer auch gerne an. Wenn du eine offene Frage hast. Vielleicht komme ich... ich weiß immer nicht, du machst das immer so wunderschön und dann weiß ich immer nicht, was ich abschließend noch hinzufügen soll irgendwie. Heute geht es ja nicht um mich, heute geht es ja um euch. Ne? Ihr seid ja, die später auf der Bühne sein. Habt ihr euch was überlegt, was ihr so irgendwas Besonderes? Gibt es irgendwas oder wollt ihr das nicht verraten? Wir machen Musik auf jeden Fall, das hat man ja auch länger nicht gehabt, auf einer Clubbühne. Ja. Und als wenn man es so nennen will... Krach machen wir und dann als Besonderes wir spielen neue vielleicht Lieder. Heute das Equipment,
so funktioniert von vorne bis hinten, das glaube ich, cool, ja. Wird heute so das Special, der Special-Effekt, so dass es keine Equipment-Ausfälle gibt. Das ist ein Overpromising. Nee, habt ihr Probleme mit Equipment? Wir haben harte Equipment-Probleme gerade, ja, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, denn man ist ja dann auch nicht so oft zusammengekommen irgendwie und dann müssen wir jetzt gucken, ob das alles hält. So. Aber wir haben auf jeden Fall genug Ersatz dabei und sowas. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock, mir das reinzuziehen, was ihr später macht. Und auch wenn das, ne, manchmal ist es auch nicht so wichtig, ob das Equipment nun gut oder schlecht ist, Hauptsache der Vibe kommt rüber. Ne? Das ist so. Richtig, ja. Also ihr als Menschen seid ja auch immer wichtig, so. Finde ich viel, viel wichtiger als das Equipment, auf jeden Fall. Ihr spielt, wie lange spielt ihr? Was steht hier? 35 Minuten. 35 Minuten, ne? Wow. Wie viele Lieder? Boah, sind das... Wir haben ja nicht so lange Lieder. 14 oder so, 12 oder so. Geil. Ja, sind viele gut, zwei neu sogar heute. Lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Vielleicht können wir sie auch. Ich glaube, weil wir so viel im Weltpremiere. Internet sind. Das ist eine absolute fucking Weltpremiere auf jeden Fall. Ja. Ich hatte mir vorgenommen, für den Interviewpart mehr Fuck zu sagen. Ja. Aber es hat auf keine deiner Fragen gepasst. Scheiße. Irgendwie. Es war so fucking schwer damit mit Welches Fuck zu antworten. Wolltest du schon immer in meinem Interview sagen? Fuck. Scheiße. Ich würd fuck, fuck, fuck. Okay. Welches Wort? Welches Wort? Das ist eine schwierige Frage. Genau, welches so Wort viel, wolltest du schon immer ganz oft hintereinander sagen in einem Interview? Es wechselt. Es wechselt auf jeden Fall. So, Lieblingsworte. Momentan weiß ich jetzt keins. Gut. Nun gut, dann würde ich sagen... Wir wollen auch spielen. Ihr wollt spielen, oder? Dafür sind wir heute hier. Die Zigaretten im Interview, im Kurzinterview. Dann würde ich sagen, ihr dürft auf jeden Fall euch schon mal auf den Weg machen. Ja. Alles klar. Ich danke euch, dass ihr da wart für diesen kleinen Smalltalk. Wir schaffen das weiterhin. Ne? Also auch wenn das alles ein bisschen schwierig ist manchmal mit dem Smalltalk. Man weiß nicht mehr so richtig, wie das geht. Ich bin auch ein bisschen eingerostet, muss ich sagen. Ich gebe mein Bestes. Ich habe mich ja am Anfang schon großartig verhaspelt. Habt ihr ja gehört, gesehen. Aber ihr Leute da draußen, verzeiht mir das. Guck mal, ich gucke mal dahin. Aber eigentlich ist die Kamera ist ja da. Ne? Da ist die Kamera. Roter Punkt, Red Light. Leute, ich entlasse euch. Schön, dass ihr hier wart. Begebt euch. Dankeschön, die Zigaretten. Dank dir. Danke, Lars. Jo, das waren die Zigaretten im Kurzinterview. 3 Minuten zu früh. Aber trotzdem muss man erstmal eine Maske aufsetzen. Hier ist natürlich alles nach den Regeln. So machen wir das hier. Das ist wichtig. Wir wollen alle gesund bleiben. Tschüss, tschüss. Genau, das ist wichtig auf jeden Fall. Ne? Tja, jetzt würde ich sagen, wir fragen nochmal an die Bar. Hat die Bar schon ordentlich Bestellung bekommen? Kannst du mir das sagen? Vielleicht sollte ich in der nächsten Runde auch noch mal, hole ich meinen Laptop vielleicht auch noch her, dass ich auch selber noch reingucken kann und kann ich euch auch noch Nachrichten schicken. Aber sagt doch mal bitte. 30,50 Euro, Leute, was ist los? Da geht einiges. Ich höre hier Applaus hinten aus der Ecke. Aber Leute, da geht noch einiges. Hier, seht ihr diese Axt? Diese Axt werde ich heute nicht verkaufen. Ich werde nur mit der Axt drohen an euch da draußen und euch damit bitten, dass ihr vielleicht noch ein bisschen, kleines bisschen noch ein bisschen Getränke noch holt, Leute. Kriegt ihr das hin, Leute? Hier im Knust. Ja, danke für den Applaus. Das ist hervorragend. Ich weiß, ihr seid bei uns. Ich habe hier so einen Ablaufplan, da kann sich natürlich, der ist auf die Minute genau getimt. Ich habe den natürlich schon jetzt ein bisschen gebrochen, aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Ich würde jetzt, wenn ich das hier richtig verstehe, also nochmal dazu zu sagen, ich bin auch nicht frei von Fehlern. Ich mache das nicht hauptberuflich, Leute voll labern. Manchmal schon kommt das so rüber, als ob ich nichts anderes zu tun habe, um den ganzen Tag irgendwelchen Leuten im Internet Scheiße zu erzählen. Das stimmt nicht. Ich gehe auch noch arbeiten. Ich hatte gerade eine Woche Urlaub. Deshalb bin ich mega topfit ausgeruht, wahnsinnig gut vorbereitet und freue mich auf alle Leute, die heute hier sind. Also vielen Dank an alle Beteiligten, die dort vor und hinter den Geräten am Start sind. Das Knust, ich liebe das Knust, muss ich hiermit sagen, ist eine Liebeserklärung an das Knust. Ich bin nicht so, wie sagt man, so freigebig mit meinen Liebeserklärungen, aber ich muss sagen, wirklich Leute, ich liebe das Knust. Das kann ich von tiefstem Herzen heute hier sagen. Und wenn ihr das später in der Mediathek dann findet, diesen Satz, dann könnt ihr den gerne schneiden, audiomäßig rausschneiden und dort einen Remix draus basteln. Wie viele Lieder gibt es eigentlich, in denen das Knust erwähnt wird? Wisst ihr das zufällig?
Wer diese Frage beantwortet, der kriegt ein Überraschungspaket von mir. Den bringe ich persönlich. Ich habe ein Fahrrad bekommen übrigens zum Geburtstag. Habe ich letztens ein Fahrrad geschenkt bekommen. Und ich habe mir überlegt, wenn ich irgendwas ausliefern kann in Hamburg, mache ich das demnächst mit dem Fahrrad. Leute, das ist mein Versprechen. Wenn irgendjemand was haben will von mir und vielleicht ist es, was ich auf dem Fahrrad transportieren kann, dann bringe ich das mit dem Fahrrad zu euch nach Hause. So, ich gucke auf die Uhr. Es geht weiter. Es ist 19.20 Uhr. Ich würde jetzt das Fraudulied-DJ-Team, Soundsystem, nochmal herzlich willkommen heißen mit einem Applaus von allen, die hier anwesend sind und allen im Internet. Es geht los mit dem ersten Set von Fraudulied-Soundsystem. Juhu! Yeah! Rah! In meiner Welt sind all men brothers. Toys machen dick auf all man brothers. Ihr verdummt vom Ball, ich schreit vom Ballers. Pumpe all men brothers, wenn ich Icon schlapper. Gut gelaunt am Acker, lass die Punchline trattern. Schieß auf Schnacker, wenn ich Beats wegtacker. Progressiv rummacker, subversiv wie Hacker. Ficke Speichelecker. Erzähl mir deine Trophy-Story, ich muss Todes gähnen. Wenn ich los will mit Drogen nehmen. Meine Assis führen Doppelleben zwischen Toys zu lesen und Kokat geben. Scheiße flicken, putzen und auf Feature Game. Die Parts, die ich bringe, schreibt Toys zu 10. Kaum neue Freunde, keine hohen Idole. Meine besten Freunde kenne ich seit der Schule. Ja. Und viele Wege sind geschieden. Ich finde meinen Frieden viel zu alt für Intrigen. Danke denen, die mir blieben, gehen nicht schön und ich krisen immer weiter nach vorn. Empathisch und verschwiegen, denn die Welt ist verdorben. Es ist Pöbel über King. Yeah. Denn es geht Pöbel über King. PMC-Rap für Hochbegabte, die bereit sind, für Biermenschen totzuschlagen. Ey. Der Bass massiert beim Brot verdienen. Ey. Hustle für das ganze Team. Ey, der Bass massiert beim Brot verdienen. Kann mich an mir selbst durchziehen. Bin mit mir selbst statt selbst zufrieden. Ey, der Bass massiert beim Brot verdienen. Ey, du Bastard schielst wie Ordnungsdienst. Ey, scheiß auf Fakes, die Homies mean. Kann mich an mir selbst durchziehen. Bin mit mir selbst statt selbst zufrieden. Von so Freestyles zum Top 10 Rapper. PMC Freshness, Superspreader. Ich entleere Liter und belehre Väter. Denn bei euch war's als Hitler Einzeltäter. Seid nur Geld, geile Affen, die sich für unpolitisch halten. Wer Unrecht duldet, hilft auch mit, es zu erhalten. Und deshalb bist du mit den Kopf down. Wie Jim mit 80 dein Job clown. Kohle kann in den Palast bauen. Aber bringt dir keinen Frieden, wenn die Mehrheit lebt wie Abschaum. Nein. Es ist Pöbel über King. Denn es geht Pöbel über King. PMC Rap für grenzdebile, die zwischen Menschen keine Grenze ziehen. In meiner Welt sind all men brothers. Toys machen dick auf all man brothers. Ihr verdummt vom Ball, ich schreit vom Ballers. Pumpe all men brothers, wenn ich Icon schlapper. Gut gelaunt am Acker, lass die Punchline trattern. Schieß auf Schnacker, wenn ich Beats wegtacker. Progressiv rummacker, subversiv wie Hacker. Ficke Speichelecker. Ey, der Bass massiert beim Brot verdienen. Ey, Hustle für das ganze Team. Ey, der Bass massiert beim Brot verdienen. Kann mich an mir selbst durchziehen. Bin mit mir selbst statt selbst zufrieden. Ey, der Bass massiert beim Brot verdienen. Ey, du Bastard schielst wie Ordnungsdienst. Ey, scheiß auf Facts, die Homies mean. Kann mich an mir selbst durchziehen. Bin mit mir selbst statt selbst zufrieden. Die Natur ist dein Feind. Herzlich willkommen zurück bei der kleinen Audiolied Streaming Gala, ein März für Audiolied im März 2021. Das war Fraudulied Soundsystem. Ich danke euch. Applaus für euch da draußen. Was habt ihr gerade getrunken eigentlich, wenn ich fragen darf? Sekt. Sekt. Also Leute, an der Bar. Es gibt zwar keine Flaschen, aber ihr könnt gleich einen ganzen Karton Sekt für das Soundsystem Fraudulied bestellen. Sie trinken gerne Sekt. Habe ich auch ganz gerne getrunken, als ich noch getrunken habe. Hast du auch schon mal Sekt getrunken eigentlich? Ja. Das war die schlechteste Anmoderation, die ich ever, ever, ever gemacht habe. Jemanden zu fragen, ohne jemanden vorzustellen, ob die Person schon mal Sekt... Also es ist wirklich... Können wir das zurückspulen? Es passt aber gut. Pass auf, darf ich trotzdem noch mal einmal zurückgehen, das kurz? Weil es war echt, es war wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Entschuldigung da draußen, Internet, das hat Spirelli auf jeden Fall nicht verdient, so schlecht von mir angekündigt zu sein. Frau Dulit, vielen Dank, ich versuch's nochmal. Also, herzlich willkommen, liebe Leute dort draußen im Internet, zu Gast heute hier, Spirelli. Make some noise for Spirelli! Hallo. Oder? Das war besser. Absolut. Also... Ich freue mich ganz besonders doll, dass du heute hier bist, denn
Heute haben wir schon ein kleines Instagram-Ding zusammen gedreht, wo wir alle nochmal reingeholt haben und die ein bisschen haben was zu erzählen lassen. Und du hast, was ja auch natürlich auf der Ankündigung steht, heute eine Weltpremiere für uns mitgebracht. Ja, habe ich mitgebracht. Eine Weltpremiere und eine Aufführung, von der ich und sonst auch, glaube ich, niemand weiß, ob das so nochmal stattfinden wird. Also das heißt, es ist eine Weltpremiere und es bleibt auch erstmal eine. Wahnsinn, ne? Ja. Das ist doch eigentlich, wonach alle so... Ich habe heute schon das Wort Lechzen so oft benutzt. Das ist eigentlich ein total beschissenes Wort, finde ich voll ätzend. Also einfach, was ist denn ein anderes Wort für Lechzen? Sich danach... Verzehren? Sehnen. Sehnen, sehnen. Das ist das Wort, das ich gebraucht habe. Sich danach sehnen. Eine Weltpremiere, ne? Also dieser einzigartige Moment. Eigentlich solltest du am besten Falle jetzt gleich so ein NFT-Token von diesem Sound machen. Ich kenne mich damit nicht so aus, aber diesen einzigartigen Moment einer Weltpremiere so quasi zu umarmen, dass der jetzt nur heute hier im Knust auf dieser schönen Gala, dass wir den heute erleben können mit dir, das ist doch, also... Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Ich kann, obwohl es jetzt so kurz bevorsteht, bin ich auch echt, kann ich es noch nicht so 100% glauben. Aber ich freue mich auf jeden Fall richtig doll und ich freue mich auch richtig doll, dass ich auf der Bühne auftreten werde, weil ich den Vorhang halt mega gut finde. Und da stelle ich mich richtig gerne davor gleich. Der Vorhang, ne? Den Glitzer, das seht ihr natürlich jetzt noch nicht, deswegen beschreibe ich euch das. Das ist so ein Glitzer. Ich glaube, man kennt den halt eigentlich auch, ne? Also wenn man das Knust kennt. Früher war mehr Lametta. Es ist auf jeden Fall noch echt schön Lametta und ich stelle mich da gleich vor und dann werden wir alle sehen, was passiert. Ich bin auch so verdammt gespannt und Leute, ihr da draußen könnt auch richtig, richtig gespannt sein. Wir haben doch ein kleines bisschen, wir talken noch ein bisschen. Mhm. Spirelli, was machst du eigentlich sonst so? Machst du noch andere Sachen nebenbei oder machst du nur Spirelli? Ist das so dein Hauptding? Nee, ich mache ja eigentlich, ich mache ja alles andere eigentlich und Spirelli nur. Es ist ja eine Weltpremiere. Ich habe damit gerade erst gestartet und was ich sonst unter dem Namen Spirelli noch mache, ist Unterwäsche. Und sonst bin ich Studentin, Veranstalterin und Elternteil. Und das reicht schon, um den Tag auszufüllen, auf jeden Fall. Einige Leute werden sagen, oh boah, ist das langweilig. Aber ich, wir haben eben schon gerade ein bisschen gesprochen, ich finde das wahnsinnig spannend, wirklich. Es gibt auch für einige Sachen, für Leute ist das halt nicht interessant oder langweilig und ja, bla bla bla. So, aber ich kann wirklich, ich glaube so, wenn wir uns, also ne, wir haben ja nur 20 Minuten Zeit hier zu sprechen und dann natürlich was von dir zu hören. Aber ich finde, das ist auch, so wie du gerade gesagt hast, ne, 24 Stunden sind auch irgendwann ausgefüllt. Und wer was anderes erzählt, ist jetzt nicht ein Arschloch, aber versteht das vielleicht auch nicht, wenn man Eltern ist. Ja, das ist schon was anderes. Ich war ja auch nicht schon immer Elternteil und deswegen, genau, das verändert sich ganz schön und vor allem sind ja dann nicht nur immer 24 Stunden. Ich finde, und da ist es vielleicht eine ganz gute Überleitung auch zu meiner Premiere gleich, ich finde, als Elternteil ist es manchmal auch schon, reicht auch schon die Zeit von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr und alle Energie und Emotion und Empathie ist für den Tag eigentlich schon aufgebraucht. Das finde ich ist auf jeden Fall eine große Umstellung als Elternteil. Und wenn man dann noch andere Sachen machen muss ab 8.30 Uhr, dann wird es schon an manchen Tagen knifflig. Total. Gerade eben, ne, Stichwort, ich war abgelenkt auch vom Handy. Gruß an meine Familie übrigens zu Hause. Gerade kam eine Nachricht von zu Hause. Der eine Junge war ewig lange unterwegs mit dem Roller, dies, das. Dann wollte es also auch nur so Ärger, wo man auch denkt, so, okay, ja, das macht man halt auch noch so nebenbei. Und man denkt so, oh Mann, ist man vielleicht jetzt einfach irgendwie, ne, hat man zu wenig Empathie oder hat man irgendwie, also das fehlt einem die Zeit. Das fehlt so ein bisschen, man kommt sich vor, man rennt Sachen hinterher und muss immer schaffen, dies, das. Ja. Und irgendwie ist das manchmal, fühlt man sich, also ich zumindest fühle mich manchmal sehr unzulänglich. Ja, also man ist halt, finde ich, einfach, man ist halt nur am Machen und Schaffen und gar nicht halt irgendwie immer nur so in Action und physisch, sondern auch vor allem so emotional und psychisch und hat trotzdem abends ganz oft das Gefühl, man hat nichts geschafft. Und ich finde, das ist halt so der Struggle, ne? den man irgendwie so im Alltag versucht zu bewältigen und oft ist man damit auch halt allein. Also, weil das einen
nur irgendwie persönlich was angeht. Und ich finde es voll wichtig, darüber zu sprechen, weil es ganz vielen anderen auch so geht. Und es ist auch alles irgendwie toll und man hat sich das im besten Fall so ausgesucht. Aber das ist trotzdem okay, wenn es auch anstrengend ist und hart ist und nervt und trotzdem natürlich auch schön ist. Viele Grüße an meine Familie zu Hause, die ganz viele Ballons irgendwie schicken. Gerade haben sie geschrieben. Ja. Wow. Ich wollte noch was sagen, das habe ich jetzt aber vergessen. Das kommt vielleicht noch mal wieder. Ich glaube, wir haben noch nicht mal gezogen. Wir haben noch Zeit sogar. Ne? Du kannst noch. Ja. Ich hör dir wahnsinnig gerne zu. Du kannst einfach noch weiter erzählen, wenn du möchtest. Ja, ich kann noch weiter erzählen. Ich weiß nicht, gibt es so Fragen oder sowas? Nee, ne? Ach stimmt, ich hatte ja auch noch Fragen. Ne? Eine Frage, die ich auch quasi den Zigaretten gerade gestellt habe. Die kann man natürlich so oder so beantworten, die muss man auch nicht beantworten, aber natürlich ist immer so die Frage, wenn man erstmal in so einem Alltag steckt, ne? Die Frage nach dem Glück. Bist du denn glücklich, Spirelli? Ja, ich finde das auf jeden Fall eine richtig knifflige Frage, die kann man richtig gut locker raushauen und die Beantwortung liegt, das ist dann richtig schwer. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig privilegiert und ich habe mir auch überlegt, jetzt im Moment bin ich echt glücklich. Ich finde es richtig schön, das ging, glaube ich, den Zigaretten ja auch so. Ich finde es richtig schön, mal wieder im Club zu sein. Ich bin zwar noch nie aufgetreten, aber ich habe ja ganz lange auch in einem Club hier in Hamburg gearbeitet und merke jetzt, also jetzt, wo man dann plötzlich mal wieder in einem ist, dann merkt man auch so schlagartig, wie es einem fehlt und dass man eigentlich Lust hätte, zu bleiben und mit anderen zusammen zu sein. Und das geht natürlich nicht und das machen wir hier auch nicht. Aber so die Atmosphäre schwingt schon mit. Total, ne? Ja, das ist auf jeden Fall auch, finde ich, gut gesagt. Ne? Wir sind sehr privilegiert so. Wir handeln aus einer sehr privilegierten Situation heraus. Deshalb auch natürlich tun wir unser Bestes, um halt die Welt ein bisschen besser zu machen, andere Leute zu unterstützen in jeglicher Hinsicht und auch hier natürlich deshalb. Leute, ich sag's doch noch 10-mal heute Abend. Sauft die Bar leer, unterstützt den Laden, unterstützt uns. Das ist sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Vergesst eure Familie nicht, kurz, auch wenn ich da einhaken darf. Viele, viele Grüße an unseren inhaftierten Freund und Sänger der Band Mr. X aus Belarus in Grodno. Wir sind bei dir. Free Banzer an dieser Stelle. Was wollte ich noch sagen? Genau, wenn du quasi heute deine Weltpremiere feierst, würdest du trotzdem, also vielleicht sagst du auch, ist mir auch alles viel zu doof mit der Musik und ne, da auf der Bühne, dies, das. Klar, im Club sein ist was anderes vielleicht, aber Bühne so. Kannst du vielleicht noch gleich ein bisschen was zu erzählen, wie der Song auch entstanden ist. Aber wärst du dabei, wenn wir dasselbe Line-Up nächstes Jahr, wenn alles wieder so geht, wie man es vielleicht kennt oder gewöhnt ist, wärst du dabei wieder? Absolut. Ja? Absolut. Das auf ist doch schon mal geil. Applaus. Auf jeden Fall. Und ich würde dann halt auch voll gerne... Ich würde dann auch, das haben wir auch schon zu Hause durchgespielt, die Situation, dass das nochmal stattfinden könnte. Dann würde ich meine Kinder mal mitnehmen, die auf jeden Fall echt traurig waren, dass sie nicht erfahren heute, wie es im Club ist. und ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich weiß ja selber noch nicht, wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Ich habe halt vorhin hier diesen Soundcheck gemacht. Das war meine sozusagen so eine Pre-Premiere. Und ich werde es hinterher gerne nochmal... irgendwie durchgeben. Aber ich sage jetzt schon, dass ich auf jeden Fall nochmal dabei bin. Vielleicht habe ich dann sogar, ja, kann ich dann noch mehr abliefern. Das steht dann noch in den Sternen. Wow, genial. Ja, also wie gesagt, das Ganze wird ja auch aufgezeichnet. Das kann man später dann auch seinen Kindern mal zeigen. Ja. Wisst ihr noch, als es noch Clubs gab, in denen man zwar so Streaming-Konzerte, vielleicht wird es ja alles noch viel schlimmer und die Welt kackt. Also ich bin echt wirklich sonst ein positiver Typ. Da reden wir jetzt nicht drüber. Es wird kein schwarzes Loch entstehen, wo alles reingesaugt wird und wir befinden uns irgendwann am anderen Ende der Galaxie. Das wird hoffentlich nicht passieren. Wir werden in naher Zukunft auf jeden Fall irgendwo wieder zusammen feiern können und unsere Kinder mitbringen können, weil das finde ich auch wichtig, ne? Die Kinder. Das ist, ich fange jetzt nicht an mit, die Kinder sind die Zukunft, aber ne, also die auch daran, mit, also sozialisiert mit in Club und Musik und ne, wer macht die wie, und was ist, wer steckt dahinter, das finde ich auch einfach interessant. Das wissen natürlich auch einige Leute nicht, dass auch so ein Club nicht nur von den Leuten, die auf der Bühne sind, irgendwie, du kannst aus Erfahrungen erzählen, ne? Total, also genau, total. Das lebt ja von den Leuten, die man halt dann eben zum Beispiel irgendwie nicht sieht und
ich weiß noch früher, also auch wenn ich auf Tour gefahren bin mit Bands, dass man Leuten, denen man dann erklärt, welchen Beruf man macht, dass man immer, dass, also viele denken dann, man ist irgendwie abends im Club, aber man ist ja den ganzen Tag am Computer und am Schreibtisch und ist dann auch eine Zeit lang mal im Club, meistens in einem Produktionsbüro oder tingelt irgendwie durch die Gänge. Also genau, das finde ich auch, also fände ich auf jeden Fall auch schön, das mal so zeigen zu können den Kindern oder auch, also genau, und das auch selbst mal wieder dann so zu erleben, wenn es richtig abgeht. Total. Gleich geht's ab, die Weltpremiere von Spirelli. Ich gucke hier mal nebenbei Absolut. Auf die Uhr, es ist 19:55. Erzähl doch noch kurz, wir ziehen einfach mal ein bisschen. Ja. Ne, glaube ich, ja, ich so glaub, eigentlich ist schon so knapp vor. Das ist ganz knapp, aber erzähl ja. noch mal kurz was zu. Aber vielleicht können wir auch nachher machen, zur Entstehungsgeschichte des Songs. Finde ich gut, wir hören den Song jetzt von dir. Mhm. Du gehst jetzt auf die Bühne. Mhm. Ich mache noch einmal einen riesengroßen Applaus da draußen und hier drin für Spirelli. Eine Weltpremiere. Danke, Spirelli. Und später hören wir noch ein bisschen was von ihr. Meine kleine Wenigkeit, immer noch Lars Leverenz hier, der Moderator dieses schönen Abends. 1. März mit Audiolied für Audiolied im März 2021 im Knust, live aus dem Knust auf dringeblieben.de. Dort könnt ihr gucken. Ich habe da auch was in den Chat schon reingeschrieben. Ich gebe jetzt hier mein Passwort ein. Das dürft ihr nicht. Ihr dürft das nicht sehen, was ich hier eingebe gerade. Oh, hier sind ganz viele Herzen im Chat. Das finde ich hervorragend. Das ist sehr hervorragend von Don Martin. Kinder und Hunde, ja, ach nö, warum soll ich den Chat hier vorlesen? Ihr seid da alle drin, das finde ich richtig, richtig gut. Chat ist eine gute Sache. Kennt ihr Chad Baker eigentlich? Haha, lustiger Witz. Chad Baker. Wer von euch kennt Chad Baker? Keiner? Spirelli, kennst du Chad Baker? Nö. Ich kenne ihn auch nicht so richtig. Wie auch immer, jetzt ist auf jeden Fall Spirelli hier. Weltpremiere. Viel Spaß mit Spirelli dort draußen. 6:30 und ich weiß nicht, ist das mein Fuß oder habe ich gestern Abend voller Weitsicht noch einen Imbiss vorbereitet. 8:30 und es zeigt sich, dass mir hier alles entgleitet. Alles an Emotional Breakdown bei Butler und Beauvoir. Emotional Breakdown, Gegenstand unklar. Adern auf Anschlag, ein Tritt ins Gesicht. Und ich sag alles ab per Sprachnachricht. Bewegung nur in Stop-Motion. Jeder Handlung folgt ein Schnitt. Gedanken oder Netflix, egal was kommt, ich komme nicht mit. Habt euch die Haare am Scheitel geteilt. Equality 50%. Und was ich sonst so mache, wollen sie wissen. In charge of Breakdown Management. Emotional Breakdown. Emotional Breakdown, Gegenstand unklar. Adern auf Anschlag, ein Tritt ins Gesicht. Und ich sag alles ab per Sprachnachricht. Emotional Breakdown bei Butler und Beauvoir. Emotional Breakdown, was los ist, bleibt unklar. Tosender Körper, zittriger Gang. 2 Minuten später wieder alles auf Anfang. Mama, es nervt. Yo, Spirelli. Spirelli, das hast du hervorragend gemacht. Ich bin begeistert. Man kann es nicht anders sagen. Ich bin wirklich begeistert.
Ja, jetzt könnt ihr noch genauer. Die Maske auf, du machst es richtig super. Laptop zugeklappt. Vorhin kam später noch, oh, vielleicht soll ich vielleicht noch das Ladegerät schnell holen. Das Laptop war aufgeladen mit 94%. Wir sind so froh, dass wir diese Weltpremiere heute hier mit dir erleben durften, Spirelli. Vielen, vielen Dank an dich und an die Person, die dich auf der Bühne begleitet hat. Sehr, sehr gut. Ein Song, wenn ich es jetzt richtig mitgehört habe, hieß der Song Emotional Breakdown. Da bist du schon wieder. Wahnsinn. Du bist quasi jetzt einmal hinten so runter, dann durch links, rechts, durch den Keller, ja. In oben auf die Galerie. Auf die Galerie, anderthalb Mal rum, runter und dann bin ich Fall, obwohl ich war früher voll viel hier, ich kenne mich eigentlich aus, aber dann bin ich außen rum und hat Arthur mir gerade noch hinterhergerufen, ich hätte ja durch die Bar gehen können. Nur deswegen bin ich außer Atem, weil ich die Abzweigung habe ich nicht genommen. Spirelli, erzähl mir noch kurz, ja. Nicht kurz, oder also ruh dich kurz mal aus, ist ein langer Weg gewesen auf jeden Fall. Das ist sozusagen die Stairway zu dieser Interview-Ecke hier. Ja. Erzähl uns was, wie ist der Song entstanden und wie heißt dieser Song überhaupt? Der heißt Emotional Breakdown und der ist entstanden tatsächlich für die Uni, das ist mein letztes Pflichtseminar, ein richtig tolles letztes Pflichtseminar. Und die Aufgabe sozusagen war, ein Lied zu schreiben, zu produzieren und dann auch rauszubringen. Und ich habe irgendwie nachgedacht, was mache ich jetzt? Ich hab das noch nie vorher gemacht. Und irgendwie hat sich ganz schnell rausgestellt, dass das für mich jetzt der Moment ist, dass dieses Lied irgendwie ein Ventil sein kann für diesen Struggle zwischen Elternschaft und Studentin sein oder auch irgendwie anderen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Und gerade dieser Struggle oder so dieser Modus hat sich natürlich im letzten Jahr aufgrund der Pandemie auch nochmal so krass auf die Spitze getrieben, was du wahrscheinlich auch kennst. Mit irgendwie monatelanger Kinderbetreuung zu Hause und so weiter. Ja, und so ist der Song entstanden. Und dann habe ich irgendwie angefangen, einfach mit dem E-Piano von meinem Vater versucht, irgendwie Noten zu finden, die irgendwie so ganz gut zusammenklingen. Das war der Anfang. Und dann ging es irgendwie ganz, ganz gut weiter. Und dann habe ich mir für das Schlagzeug noch prominente Hilfe geholt, weil das habe ich nicht alleine hingekriegt. Und ja. Und jetzt sitze ich hier nach der Weltpremiere und es ist echt wie vor 2,5 Minuten eigentlich nur, dass ich jetzt eine Weltpremiere hinter mir habe. Krass, ne? Ja. Weltpremiere. Ist ja. Das so auf deiner Bucketlist, so eine Weltpremiere ist jetzt so abgehakt, zack, genau. Song geschrieben, ja. Jetzt kommt, ja. Also ihr habt den ja draußen jetzt alle gehört, ihr dürft den auf jeden Fall, also verbreiten diesen Song, ne? Ist ja, also würde ich mal so. Also, müsst ihn mit meinem Label nochmal sprechen. Ach, mit dem Label, also, das ist schwierig. Label sind immer ein bisschen eine schwierige Geschichte. Lass uns nicht jetzt länger reden über Label und so. Wir sagen auf jeden Fall, die Leute sollen auf jeden Fall diesen Song, weil er inhaltlich perfekt ist. Also, absolut. Ne, es hat wirklich 100%, 110% sogar auf den Punkt, finde ich. Musik stark, stark performt und ich würde jetzt hiermit empfehlen, dass alle ihren Freunden und Freundinnen und wem auch immer, Oma und Opa und Kindern und alle, die diese Thematik kennen, diesen Song auf jeden Fall später zuspielen sollen. Ist das okay mit dir? Das wäre richtig stark auf jeden Spirelli, Fall. Spirelli, ich... Vielen Dank auch nochmal an Pelle und Alma, die da ja auch mit am Start sind in diesem Song. Und so, jetzt darfst du mich total gerne abmoderieren. Genau, any last words? Du hast noch mal die Möglichkeit, irgendwas zu sagen, jemanden zu grüßen, was auch immer. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal, dass du da warst. Ich danke auch, es war toll. Tschüss. Danke, Spirelli. Super, 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 super gut. Und jetzt gucke ich da drüber und vor dem Lametta-Vorhang. Warte, ich gucke hier kurz, wie heißt diese Band eigentlich? Die Zigaretten, ist das euer Name? Ach, ihr seid das, ja. Ich kenne euch, ihr wart schon vorhin hier und habt mir Smalltalk gehalten. Ganz kurz und knackig, jetzt geht's los mit den Zigaretten. Möge das Equipment durchhalten. We'll be right back.
Defizite. Ich bin problemorientiert. Ich muss mit dem Zählen. Oh,
zwischen euch trifft es allein. Und dann fängt sie selbst an zu schreien. Ich hoffe. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Come on,
Krieg keine Luft. Komm und komm schon raus, komm und komm schon raus, komm und komm schon raus, ich krieg keine Luft. Komm und komm schon raus, komm und komm schon raus, komm und komm schon raus, ich krieg keine Luft. Komm und komm schon raus, komm und komm schon raus, komm und komm schon raus, krieg keine Luft.
mach 80 Millionen Dollar über Aktien-Apps. Hallo, wir sind die Zigaretten. Und ich habe Durst. Und ich habe mein Wasser vergessen. Das ist eine recht trockene Veranstaltung hier heute. Super trocken. Nein, es stimmt überhaupt nicht. Wir haben ja sehr viel Spaß. Mach ja. Mal so, sowas. Ich warte immer noch auf da lies mal diese, weißt du, siehst du die Frau da, die verzweifelt Plakate hochhält mit... sag mal was Spannendes, so aufregender Abend, Leute motivieren. Aber die rasten eh aus bei unserem Set. Klar. Ich habe auch ganz andere Ansagen vorbereitet eigentlich. Aber willst du noch eine? Nee, ich wollte hier eigentlich nur eine Pause machen, weil ich wusste, ich kann hier nicht mehr und dann rede ich vielleicht was. Fledermäuse schlafen 19 Stunden am Tag. Tagsüber aber dann, oder? Naja, zum Nacht. Wenn dunkel ist, ja. Und trotzdem. Gut. Gut. It's dreaming. Und spring von dem Haus, das sie sich dafür ausgesucht hat. Er ist noch nicht fertiggestellt und der größte Stolz dieser Stadt, in die sie erst kürzlich zog, hat sie sich einsam gefühlt, das hat sie nur vermisst. All of life, selbst beim Selbstmord sahst du sexy aus. Fein war dein Haar, das schöne Bild. Selbst beim Selbstmord sahst du sexy aus. Nur weil bei der Philharmonie die Geländer zu niedrig sind. Und wenn der Nebel kommt und sich wo die Backsteine legt, sieht sie aus wie in England. Hast du das denn nicht gemocht, Sir? Was hast du nur vermisst? Wenn deine Freunde dich mitnehmen und sich deine Pupillen weinen, macht's mir Spaß wie New York. Hast du das denn nicht gemocht, Sir? Was hast du nur vermisst? Was hast du nur vermisst? Lorelei, selbst beim Selbstmord sahst du sexy aus. Und voll war dein Haar so schön und wild. Lorelei, selbst beim Selbstmord sahst du sexy aus. Nur weil bei der Philharmonie die Geländer zu niedrig sind. Backsteine legt, sieht sie aus wie in England. Hast du das denn nicht gemocht, sein? Was hast du nur vermisst? Und deine Freunde dich mitnehmen und sich deine Pupillen weinen, macht's mir Spaß wie New York. Hast du das denn nicht gemocht, sein? Was hast du nur vermisst? Was hast du nur vermisst? Gibt es jetzt eigentlich so einen Applaus-Einspieler? Hier liegt eine iBox, da steht drauf Applaus, aber die ist nicht angeschlossen. Hier liegt auch eine, da steht Tracks drauf. Ob die aus dem Tracks ist? Kennt ihr jemand das Tracks? Das Tracks? genau. Das stimmt nicht. Jetzt so Einspieler-Applaus wäre geil. Es ist halt so leise, wir haben so viele Gäste heute hier. Ducks on Drugs, supergeil. Fraudio Lead Sound System, Spirelli war da.
Ich glaube, ich habe das richtig auswendig gelernt. Ja. Weißt du, ich gucke viel Pokémon jetzt gerade auch. Ich wollte eigentlich Team Rocket Spruch auswendig lernen. Kannst du den wieder, noch? Also die Serie, oder gibt es davon jetzt noch neue Sachen? Bestimmt auch, aber so die, wo der anfängt, Ash aus Alabastia. Kannst du noch den Team Rocket Spruch? Das war wieder ein Schuss in den Ofen! Ja, der, wenn die wegfliegen, aber der andere. Mehr nicht. Das hat mich uns gemein, das sind wir oder so, denn wir wollen die über die Erde herrschen und einen eigenen Staat kreieren. Jesse James. Und dann kam Mauzi. Ja. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Song, weil der übernächste dann erst ein Pokémon im Lied hat. Und jetzt gucke ich nochmal, ob diese Seite funktioniert. Ich werde gerne
Barriere check, Siemens hinterständigen Gerede, finanziert durch Bausparen. Meine Strategie, ich vertraue auf mich selbst. Es ist nicht immer einfach, doch nur ich selbst bin ich selbst. Die Freiheit des Einflusses, die Freiheit des anderen. Geschichte ist ein Porsche, wir fahren nie zu Sport. Unsere Legende ist noch lange nicht zu Ende. Immer nur dieselben Bande, hol mich sofort hier raus. Was ist richtig, was ist wirklich wichtig? Kriegen wir es hin oder werden wir stoppen? Was sie in uns investieren, investieren sie in die Zukunft. Doch wie die Zukunft wird, das weiß man einzeitlich quasi nie. Was sie in uns investieren, investieren sie in die Zukunft. Doch wie die Zukunft wird, das weiß man einzeitlich quasi nicht. Wie die Zukunft wird. Ich habe 30 davon da hinten. Das ist der Vorteil, wenn man bei Audiolithes einfach 20 Jaguars in der Garage.
Danke, Melting Palms, für die Gitarre, ist eine geile Band. You can buy a dream or two. Weiche Matratzen. Es gibt Leute, die mögen harten Sex. Es gibt Leute, die mögen Katzen. Und es gibt Leute, die bleiben mehr suspekt. Es gibt Leute, die mögen Ferraris. Und es gibt Leute, die mögen ihren Job. Es gibt Leute, die mögen Armani. Und es gibt Leute, die mögen Gott. Ich mag Spritzen, ich mag Spritzen, ich mag Spritzen. So wie andere Leute, Verschwörungstheorien. Ich mag Spritzen, ich mag Spritzen, ich mag Spritzen. So wie andere Leute Cola. Doch da traf ich dich. Dachte ich, ich nehme ich keine Pillen mehr. Ich glaub, ich mag dich mehr. Ich glaub, ich mag dich mehr als Pillen. Oh ja, ich mag dich. Ich mag dich mehr als Pillen. Oh ja, ich mag dich. Ich mag dich mehr als Pillen. Oh ja, ich mag dich. Ich mag dich mehr als Pillen. Oh ja, ich mag dich, für dich nehm ich keine Pillen mehr. Auch wenn ich mal wieder Bock hätte, ich nehme keine Pillen mehr. 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 Für dich nehm ich keine Pillen mehr. Wir waren die Zigaretten. Was ich den ganzen Tag so mach. Ich muss arbeiten gehen, um mein Geld zu verdienen. Da kann ich sowas nicht gebrauchen. Nee, das macht mir Angst. Das macht mich Angst. Das macht mich Angst. Das macht mich Angst. Weißt du denn nicht, was ich den ganzen Tag sonst so mach? Ich muss arbeiten gehen, um mein Geld zu verdienen. Da kann ich sowas nicht gebrauchen, denn ich mach Raumaffär. Und schaff's gerade
Herzen und denen geht's mir echt mies. Die können den ganzen Tag nicht schlafen und das war... Zigaretten. Dafür, dass der eine eigentlich nur den ganzen Tag irgendwie auf dem Sessel sitzt und aus dem Fenster guckte, haben die doch ganz schön gerockt. Und ich habe das jetzt wirklich gesagt, gerockt. Das ist eigentlich das Schlimmste, wenn die Leute sagen, ey, die haben richtig geil gerockt. Das ist das Schlimmste. Das ist fast so schlimm, als wenn Leute Gitarre spielen und so original, so hier, ne, vorne so auf die Monitorbox und dann Gitarren so spielen. Ich hasse eigentlich den Begriff Rock. Rock ist das Schlimmste, was es gibt. Jetzt. Aber das ist auch kein Rock. Das sind nämlich die Zigaretten. Das ist alles andere als Rock. Das ist nämlich geil, oder Leute? Ja, Mann. Hat mich schwer beeindruckt. Ja, Mann. Ja. Danke, die Zigaretten. Ja, danke. Und es ist wirklich Wahnsinn, dass die Zigaretten heute hier ihr zweites Konzert überhaupt im Knust gespielt haben. Das muss man auch dazu sagen. Die Location schwingt ja immer mit bei sowas, ne? Und ich glaube, mit so einer Lametta-Geschichte da hinten, wir hier, die hier sitzen, die ganze Crew, die Leute, das ist einfach ein ganz spezieller Vibe, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Euch Leute da draußen, denn ihr seid auch dabei und habt es gerade gesehen. Ich kriege eine Nachricht, oh, gucke ich lieber nicht hin, das sind nur schlechte Nachrichten. Wir haben heute hier nur gute Nachrichten bei der Streaming-Gala. 1. März für Audiotier live aus dem Knust. Wen habe ich noch zu Gast? Es sind Ducks on Drugs. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Lars, alte Säge. Schön, dass wir hier sein dürfen bei dir. Ist es nicht so? Es ist so. Ich glaube, die haben mich mit meiner Gleitsichtbrille beschissen. Ich guck mal gerade eben. Haben die mir bei Vielmann gesagt, ich hatte nicht so viel Knete und das ist auch Gleitsicht. Aber das... Oh, Alter, das Ding. Was machst du da gerade? Ich probiere meine... Die sagen ja, das ist ja Gleitsicht. Da habe ich gesagt, ja, ist so teuer. Und dann meinte er, so geht das auch. Und ich müsste dann so lesen. Oh. Das ist doch scheiße. Was machst du denn? Liest du gerade oder bist du im Internet? Nee, alles gut. Ich bin wieder bei dir, Lars. Achso, gut. Ja, schön, das dass ist wir gut. Ich dachte, dürfen. Du wärst schon nicht mehr bei mir. Wir kennen uns doch schon so lange und ich dachte, ich hätte dich schon verloren. Aber ich habe dich nicht verloren. Wir sind sogar noch enger zusammengerutscht. So ist es. Als es jemals der Fall war. Sehe ich das richtig? Schwere Zeiten, so ist es, Lars. Es waren schwere Zeiten. Jetzt sind es auch schwere Zeiten, aber es werden bessere Zeiten kommen. Ich bin fest davon überzeugt. Du auch? Bin ich bei, Lars. Dani, was sagst du dazu? Ich hoffe es. Ja, weil, ja, Logo. Weil unten ist der Boden und tiefer geht's nicht, ne? Tiefer also. Geht's nicht, genau. Also wenn jemand schon richtig tief unten angekommen ist, dann ist das auf jeden Fall dann Ente. Ja, danke. Danke. Oder? Danke. Ja, das so ist es. Das muss man doch so sagen. So ist es. Ich bin überglücklich, diesen Menschen heute hier zu meiner Rechten sitzen zu haben. Ja, so ist es. Oder? So ist es. Ist doch ehrlich, oder? Lars, so kann man es sehen. Wirklich? So kann man es sehen, ja. Ich weiß noch ganz genau, als ich mal einen Artikel, den Linus Volkmann geschrieben hatte. Linus Volkmann, Grüße an dich. Ich werde dich bald ablösen. Nein, werde ich nicht, so ein Quatsch. Doch, du bist jetzt schon wie der frühe Markus Lanz ein bisschen. Oh, scheiße. Dani, hol gleich die Axt raus. Auf jeden Fall, ich hatte unter einem Artikel kommentiert, dass ich doch gerne Ente heiraten wollen würde. Und dann hat Dani gesagt, nur über meine Leiche. Genau. Ich habe schon Angst bekommen. Wir sind so froh, dass wir nicht über Leichen gehen müssen, um hier zusammenzusitzen. Wir möchten weiterhin gesund bleiben, weiter noch gesünder werden, uns vielleicht noch ein bisschen gesünder ernähren, damit wir alle natürlich mal wieder
eng umkuschelt einen schönen Rave oder sonstiges abhalten können. Darauf habt ihr doch auch Bock, oder? Ich freue mich drauf, Lars. Ja. Und wir sind auch dabei. Sobald die Masken fallen, ne, sind wir die Ersten, die wieder auf Zunge gehen. Geil. Das ist ein Wort. Da stehe ich zu. Wenn die Masken fallen, gehen wir auf Zunge, Ente. Dann gehen wir wieder auf Geil, Zunge. Geil, Alter. Leute, ihr habt das gehört da draußen? Ja, gut. Dani, hast du das auch gehört? Was sagst du dazu? Ich habe auch extrem viel Kaffee getrunken heute. Also ich sehe das ähnlich. Ja, ne? Also finde ich gut. Das ist richtig gut. Darks on Drugs. Wie schön mit einem Album, was ihr rausgebracht habt gerade, kürzlich. Ja. Stabilabil, ne? So seid ihr am Start. Genau. Euer erstes Album. Wie war das so, in, ne? So ein Album raus, also nicht, wollen wir nicht mehr über die Pandemie sprechen, aber so ein Album, ne, zu machen und dann rauszubringen und dann so, fuck, man kann nicht spielen. Das ist tatsächlich schlimmer, als man denkt. Das ist schlimmer also als Schnupfen, das schwöre ich dir. Das ist echt schlimmer als Schnupfen, weil das ist ja so, wir haben 2019 dran gebastelt und dann ist das pünktlich fertig zum Lockdown. Also so genau pünktlich fertig, so, ne? Einmal im Leben pünktlich gewesen und dann Lockdown, shit. Da waren wir pünktlich, ja. Ja. Und also jetzt? Man hat halt so das Gefühl, als hätte das gar nicht stattgefunden irgendwie. Das, also man hat tierisch viel Arbeit reingesteckt und jetzt ist das halt da, aber man konnte das gar nicht zelebrieren. Genau, es gab, ihr habt jetzt quasi, wenn ich das richtig erinnere, wir haben heute Morgen schon ein bisschen Instagram gelabert, ihr habt quasi heute das zweite Konzert überhaupt. So ist es. Vor dem genau. Buke. Tausendmal geprobt, genau. Zweimal gespielt. Also ja, ich glaube, wir waren noch nie so gut vorbereitet. Da sollte ich lieber nicht sagen, wer weiß, was gleich passiert. Aber wir haben ich hatte Kaffee, noch nie so viel geübt, glaube ich, weil wir ja so viel Zeit hatten und eigentlich auch immer sprungbereit sein wollten, falls irgendwas abgeht. Jetzt geht's los. Nee, doch. Jetzt. Und jetzt. Und dann. Nee, zack. Nicht, bam. Du. Ah, scheiße. Oh, kack. Inzidenz. Übel und gefährlich. Ah, genau. Da hatten wir auch vorhin schon drüber gesprochen. Wenn ich das jetzt, ich sag's doch mal für die Leute da draußen, die noch nicht da, es ist das erste Konzert von euch überhaupt in Hamburg. Ist das richtig? So ist es. Ja, so ist es. Echt wahr. Wir wollten eigentlich auch bei Bente im hier Off Your Tree Studio, wollten wir eigentlich so einen Probe-Gig machen für unseren ersten Auftritt im Übel und Gefährlich, der ja auch gecancelt wurde. Und dann haben wir das Ding auch gecancelt. Ja, und jetzt haben wir noch nie in Hamburg gespielt tatsächlich. Und ehrlich gesagt, ne, ob wir nun vor 10 Leuten spielen oder 20 zugelassen, dann finde ich das hier in dieser Runde irgendwie geiler. Das hat schon wieder was hier. Das ist doch irgendwie auch geil, oder? Ich also irgendwie, man kann ja sitzen, mal gucken. Geil. Ich finde es richtig gut. Ist geil, oder? Das ist der beste Alter. Abend seit ewig. Und krass guter Sound. Die Zigaretten haben mich eben richtig, richtig schwer beeindruckt, muss ich mal kurz sagen. Ich wusste ja, dass du mehr Geschmack hast als null. Aber dass du die gezeichnet hast, das war gut. Ich habe damit nichts zu tun. Das hat zum Glück Molly alles gemacht. Ja, wo ist Molly eigentlich? Ja, Molly ist unsere Betreuerin. Molly ist da. Molly ist die Beste übrigens. Ne? Na sicher. Absolut, einen doppelten Applaus für Molly. Die mir alle Herzen fliegen auf Molly heute. Ne? Wahnsinn. Ja. Sehr, Molly, sehr gut. Molly ist auch immer für meine Augenringe zuständig, die sie immer schön abdeckt. Das ist der feine Herr. Ja, der feine Herr wird eitel im Alter. Ja, das kenne ich. Deshalb habe ich mich heute umgezogen. Ich bin jetzt eben gerade rausgegangen und habe mir diesen schönen Bademantel angezogen. Zu dem wollte ich jetzt auch nicht sagen, den solltest du selber vorstellen. Ja, den wollte ich mir, genau. Danke, dass ich den selber vorstellen darf, Ente. Wirklich Lars mehr. Bademantel. Genau. Wir machen das jetzt andersrum. Du stellst den Bademantel vor, okay? Ja. Pass auf, du stellst ihn jetzt vor. Achtung, ich zeige ihn und du stellst ihn vor, okay? Kinder, Chanel war gestern. Gucci ist scheiße. Guckt, was der Lars von heute trägt. Um seinen Leib gewickelt. Bunte Pracht. Der Lars ist modisch, wer hätte das gedacht? Und aber das Beste, Kinder, ist ja das das Gucci. Das kommt später. Das kommt gar nicht mehr. Ach, war schon? Ach, schade. Hätte ich übrigens. Ente, hast du gut gemacht, danke. Ach, gern geschehen. Sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Immer wenn ich helfen kann. Applaus für Ente. Immer wenn ich helfen kann, Herr Lanz. Leute. 200 Euro für diesen Bademantel auf der Barkarte. Wer ihn kauft, ich bringe ihn persönlich vorbei. Nicht zu Fuß, mit dem Fahrrad. Ich verspreche es euch. Genau. Genau. Und vielleicht kommst du auch mit, wenn du. Ja, du kannst auch mitkommen. Geld dann können wir den nochmal vor Ort vorfüllen. Also Leute, 200 Euro, was ist los? Den müsst ihr haben, diesen Bademantel. Geht in die Bar und holt euch diesen Bademantel. Es ist für die gute Sache. Wer den sonst so, also es gibt bezahlen niemand. Bezahlen bei PayPal, ne? Ente ja, 1967 GMX.net. Genau, wird stimmt. Bezahlt. Wiederhol nochmal.
du weißt, ich habe wirklich nichts mehr auf Naht, Lars. Entschuldigung, ich musste das jetzt kurz sagen. Ich wollte das nicht sagen, er hat das Wunsch schon so... Also du bist richtig broke, ne? Ich habe dir das erzählt, ne? Das letzte Mal war ich bei meiner Mutter, als ich Geld für Stoff brauchte. Jetzt war ich das erste Mal wirklich da, weil ich echt nichts mehr zu fressen hatte. Ist das ätzend? Das ist heftig, ne? Ja, ist echt kacke. Ist wirklich scheiße. Aber trotzdem, um das Thema schnell zu wechseln. Was meinst du? Bist du trotzdem glücklich? Ich bin arm, aber glücklich. Arm und sauber und glücklich. Finde ich gut. Ich bin froh, dass ich hier sein darf, ernsthaft. Ich finde, das ist so ein schöner Abend. Das bringt mir so viel, wirklich. Ich habe ja Clubs gemieden zuletzt, freiwillig. Und jetzt bettelt man schon, dass man mal mit diesem muffigen Biergeruch einsaugen darf. Ne? Aber hier riecht es ja gar nicht mehr nach Bier. Das ist eigentlich voll enttäuschend. Ich bin auch schon verdunstet. Ja, schon, ja, war ja schon ein Jahr her, dass hier mal eins umgefallen ist. Wahrscheinlich findige Leute haben sowas noch auf Pipetten gezogen oder so ein schönes Parfüm daraus gekocht. Findige Leute haben das als Raumspray. Ja. Das ist echt schön. Der Sound ist geil hier. Der Sound ist geil. Ja, du hast schon was mit den Atemwegen. Ich sehe das schon. Ich habe aufgehört zu rauchen, wie gesagt. Ja, naja, das merkt man. Danke, Leute. Aber ja, echt, übrigens, Lars, ja, klasse. Das ist Irrsinn. Und der Lars trinkt jetzt anderthalb Jahre auch schon nicht mehr. Wahnsinn, ne? Ja, jetzt wollen wir aber nicht über euch reden. Wir wollen ja über die Darks und Drugs reden, ne? Ja, Herr Lanz. Also, Album Stabil Labil, der Name. Warum der Name? Das ist da auch so ein bisschen. Oh, erzähl mal. Also, erstens klingt es total fetzig, ne? So, das fertig. Das muss ich einfach mal sagen. Es geht einfach darum, dass ich glaube, dass wenn man labil ist, sprich psychisch krank, oder angeschlagen, dann wird man das wahrscheinlich nie so richtig los. Aber genau. Man lernt damit umzugehen. Also und das Beste, was du erreichen kannst, ist dann stabil zu sein. Genau, also das heißt vielleicht, also vielleicht verstehen das viele so, dass das bedeutet, dass man, also das ist ja auch ein bisschen der Witz daran, dass man labil ist im Sinne von immer labil ist. Aber eigentlich meinen wir das so, dass man stabil darin ist, labil zu sein. Macht das irgendwie Sinn? Dass man immer safe vor der Klapse ist, kurz so, sozusagen. Also immer kurz vor Abgrund, aber trotzdem... Ich war schon ewig nicht mehr in der Klapse und das ist eigentlich der größte... Also das ist ein Gewinn. So. Und ich habe seit 6 Jahren keinen Strohhalm mehr in der Nase gehabt. Eigentlich ist der Abend jetzt schon vorbei, ne? Ihr wollt einen wirklich noch spielen. Eigentlich ist doch fast alles schon gesagt. Ihr könnt es doch eigentlich gar nicht toppen mehr, oder? Oder? Musik sagt ja mehr als 1000 Worte. Das ist genau das Ding. Musik, also unterstreicht das Ganze ja auch noch ein bisschen, glaube ich, ne? Also, ja. Oder also wie seht ihr das? Ist das so eine Symbiose, Text und Musik? Oder ist auf das jeden so? Fall, auf jeden. Also mir ist ja Text total wichtig. Also bei mir ist es ja eigentlich immer so, dass ich zuerst einen Text habe und dann notgedrungen die Musik dazu mache. Das hat sich ein bisschen geändert. Durch Entes Einfluss auch, weil der mir immer so tolle Basslines irgendwie zuspielt und ich versuche dann da einen Text drauf zu machen. Genau, aber ich finde, dass ein guter Song mit einem scheiß Text einfach auch nichts wert ist für mich. Psch, Mic drop, danke, super. Perfekt, Dani, kann man nicht anders sagen. So, ich gucke auf die Uhr, die Zigaretten haben überzogen, aber wir haben jetzt 20.55 Uhr. So muss ich bin mal hier in meinem Plan. Oh, wir haben noch ein paar Minuten. Wir können noch einige Sachen hier bereden, auf jeden Fall. Auch an euch die Frage, wenn nächstes Jahr alles so wieder funktioniert, wie wir das denken, seid ihr dabei bei Ein März für Audio, selbes Line-Up, selber laden, nur mit 300, 400 bekloppten Leuten, die total durchdrehen. Auf jeden Fall, das wäre so geil. Das wäre so schön und wir haben auch beide das Gleiche an, okay? Du mit deinem Bademantel, ich mit meinem Banana-Joe-Hemd und meiner Matrosenhose. Das ist überhaupt die Bedingung. Beziehungsweise, ich habe noch eine andere Bedingung, die ich gerade stellen wollte. Ja? Sag doch mal, wie ist denn eigentlich der Spendenstand da draußen? Wie viel wurde bestellt? Das würde mich auch interessieren. Okay, bei 300 Euro, wenn die Leute 300, wenn wir da sind, dann komme ich original nächstes Jahr genau mit denselben Klamotten. Also vielleicht den gebe ich weiter, wenn er verkauft wird. Abgemacht. Aber genau in denselben scheiß Klamotten. Ich würde jetzt quasi, wenn ich hier rausgehe, mich einfrieren lassen. Und dann tauchen wir einfach nächstes Jahr wieder auf. Ja, alles klar. Ja, Deal? Ja, machen wir so. Deal ohne Handshake jetzt, sondern einfach wirklich hier abgespeichert im Kopf. Machen wir so. Okay. Ich hänge mir das so, wie es ist, auf dem Bügel. Alles klar, machen wir. Finde ich richtig geil. Das ist doch mal ein Ausblick in die Zukunft. In denselben Klamotten, in einem Jahr treffen wir uns hier wieder. Lars. Ich habe schon mal so eine Verabredung gemacht mit ein paar Leuten. Habe ich total verpennt, original. Ja, da hast du noch getrunken. Das ist, echt das ist alles stimmt, anders ja, hier. Da habe ich noch getrunken. Das war noch alles. Jetzt zählt dein Wort. War es alles noch besser? Lars, meinst du, dass in einem Jahr ist das soweit, ne? Spätestens, oder? Ja. Ich glaube auch. Ich hoffe auch schon.
Ich bin da auch gar nicht mehr. Ach, nee, doch nicht. Irgendwie lass uns nicht darüber reden. Das wird. Nee. Also, ne? Ja, ja, hol ran den Stoff, rein damit und ab geht's. Jo. Oder? Was sollen wir da noch reden? Ich knall mir alles rein. Knall den Scheiß rein. Ach komm, hier rum. Ich würde mir auch was über. In der Garderobe immer rein damit. Find ich würde mir auch was über eBay bestellen. Ich habe auch keine Angst vor Spritzen. Mir ist das scheißegal. Immer rein total, damit, wirklich. Total. Subkutan, intramuskulär, intravenös, alles. Immer rein ich damit. Ich bin dabei. Immer rein. Das wenn jemand Impfung über hat, ich nehm's. Ich nehme auch Sputnik, hier VW da, da nehme ich auch. Jo. Wow. Herr Lanz. Jetzt hast du mich echt aus dem Konzept gebracht. Das kann nicht sein. Bist du so frei, aus welchem Konzept eigentlich? Dieser schöne Abend hier, ne? Geplant von Audioleak Booking auch, muss man hier auch ganz großartig nochmal an die Glocke ist halten. Ist auch super, ja, super, super, super organisiert. Super Durchführung. Super Durchführung, super Leute hier, auch der Kevin. So ist es. Auch am Start, hinter, wir haben schon mal was zusammen gemacht, ne? Alle hinter den Kameras, hinter und auf was, auch, was eben gerade auch gesagt wurde, das Licht war auch sehr gut. Das finde ich auch mal ja. sehr, sehr wichtig. Ja, ne? Stimmt. Und der Lametta-Vorhang, Alter, der macht echt was her, das glaubt man gar nicht. Aber ich finde das richtig stylisch, ich finde das richtig geil. Wirklich gut, wirklich gut, wirklich gut. Und die Blümchen. Man fühlt sich hier auch ein bisschen, wie, also man ist in so einer Blase hier auf jeden Fall auf eine andere Weise. Ne? Ja, voll, ey. Ich bin, also ich bin einfach rundum glücklich, seit wir hier sind. Aber es ist natürlich echt alleine schade. Alleine in dem Backstage zu sitzen, das hat mich einfach glücklich gemacht. Ja. Ist so. Ja. Ist so. Ich habe 8 Kaffee getrunken heute. Ich trinke sonst gar keinen. Oh je. Oh shit. Ja, scheiße. Ja, aber macht nichts. Ich zieh das durch. Macht nichts. Komm, ich trinke noch einen 9. Ich trinke auch noch einen 9. Genau. Für gibt euch. Gibt es eigentlich auch Kaffee auf der Liste? Nein? Doch? Na, egal. Hauptsache, der Bademantel wird heute Abend noch verkauft, Leute. Der Bademantel steht immer noch hier. Ich werde ihn auch waschen. Ich ziehe ihn auch gleich wieder aus. Ich werde ihn nicht ausdehnen. Leute, versprochen. Darks on Drugs. Seid ihr eigentlich so, wie sagt man? Nee, seid ihr nicht. Ihr müsst aufgeregt sein, immer wenn ihr so, kurz bevor so ihr auf die bisschen. Bühne geht, oder? Ja, ich habe ja Kaffee. Ja, ja, doch, doch, ich bin sau aufgeregt. Sau aufgeregt? Ja, sau aufgeregt. Ja, das ist aber auch immer die dümmste Frage, die man so gestellt bekommt. Ja, ihr seid eigentlich also aufgeregt? Die Wahrheit ja, des Ente ist echt nie aufgeregt. Da bin ich auch voll froh, weil sonst würde es mir viel schlechter gehen. Ich bin eigentlich immer hardcore aufgeregt, aber heute geht's, weil die Atmosphäre hier so schön ist. Ich bin wie eine Maschine. Aber so, das ist, also wie eine, weißt du, in einer Maschine ist das auch egal, wenn sie mal kurz versagt, sozusagen, weißt du? Ich glaube, das ist einfach, weil Ente schon alles gesehen hat. Ich so glaub, ist es. Den schockt nichts mehr. Herr Lanz. Wahnsinn, Alter. Was, ich weiß schon wieder nicht, was ich sagen soll. Außer frag uns doch, was ich gerne der esse. Der muss verkauft werden. Frag nach meiner Sollte ich mal einfach irgendwas fragen? Nach meiner Lieblingsfarbe. Frag doch frag irgendwas. Mal, was soll ich denn ihr Journalisten habt doch immer was auf der Pfanne. Genau, pass auf. Wie viele interkontinentale Gräben gibt es auf der Welt? Alter Schwede. Ich habe die Frage gar nicht verstanden. Interkontinentale Gräben zwischen den tektonischen Platten, meinst genau, du? Genau die meine ich. Du Idiot, Alter. Hab ich dich. Leute, ihr habt es mitbekommen. Er weiß die Antwort, er weiß die Frage nicht mehr und die Antwort auch nicht. Doch, ich weiß die Frage noch. Ja, erzähl. Wie viel architektonische, nein. Wie viele kontinentale Gräben gibt es? Interkontinentale Gräben gibt es. Also ich kenne den Marianengraben zum Beispiel. Der Marianengraben war blau, ach, so viele Bullen waren da. Jetzt hab ich das Wort erst verstanden, ey. Neugraben kenne ich auch noch. Neugraben. Der war auch gut, ne? Herr Lanz. Oh, Neugraben ist sehr gut. Das war wieder ein Knaller. Oh, jetzt wird es aber langsam ein bisschen banal, oder? Hm? Jetzt wird es richtig banal, ne? Sollen wir noch? Also nee. Sollen wir ein bisschen was erzählen noch? Finde ich gut. Tja, was essen die beiden am liebsten? Da habe ich die Frage doch direkt aus dem Chat geklaut. Ey, neuerdings, ne, versuchen wir ernsthaft uns so ein bisschen vegetarisch zu ernähren. Sind wir Tiere stolz drauf. Also dann. Aber ich auch, ich esse mit. Ich esse mit. Ich habe jetzt mal also so fürs das Tierische Klima runterdosiert, übrigens. Sozusagen, auf so einmal die Woche Speck oder so. Das ist aber auch das höchste der Gefühle. So, das ist auch eigentlich gar nicht witzig. Mich nimmt das tierisch mit dem Klimawandel. Ne? Also mich macht das tierisch traurig. Dann haben wir neulich so eine Doku gesehen und ich war so fertig danach, dass ich dachte, das geht einfach nicht, dass wir uns das Fleisch da reinziehen. Ja. Dani aber ich will jetzt mit. Gar nicht hier, um Dani Gottes Willen. Erlebt das noch, ich nicht. Deswegen nimmt die das einfach viel mehr mit. So, weißt du? Das ist halt echt so, ey. Scheiße, ja. Was werden wir noch erleben in der Zukunft? Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ne? Und
Aber also, ist vielleicht auch jetzt nicht schön. Die Leute wollen ja abschalten. Die Leute wollen aber Unterhaltung. Ja, das ist doch keine Unterhaltung, ja, Dani. Nee, das stimmt natürlich. Jetzt, da hast du vollkommen recht. Das war jetzt echt dumm von mir. Ja, das stimmt nicht, Dani. Das war ja hervorragend. Das ist ja auch immer Unterhaltung mit Niveau, ne? Mit Kritik. Das ist mir auch wichtig. Oder? Ja, ja. Das ist doch in der. So also, ist es, Herr Lanz. Wenn ich so schon viel Fernsehen gucke, dann gucke ich natürlich auch banales Zeug. Aber wenn man selbst in der Unterhaltungsindustrie, sind wir in der Unterhaltungsindustrie? Nee, wir sind eigentlich auch nur stinknormale Idioten, die versuchen Musik zu machen und wo so weiter. Wo bist und so du? Fort. In der Unterhaltungsindustrie? Nee, bin ich eben nicht drin. Ach so. Also wir machen ja auch nur irgendwas, so. Dachte ich gerade. Und deshalb denke ich ja auch so, wenn man schon sich hier hinsetzt und auch sich ins Internet begibt, dann muss man ja auch ein bisschen noch Kritik und auch noch, also muss ja auch ein bisschen was kommen, ne? So ist nur, es. Nur da, labern ist ja auch nicht, da muss oder? Auch Inhalt rein, das stimmt. Vielleicht. Da gebe ich Ihnen recht. Und deshalb, ich bin auch schon sehr, sehr lange Vegetarier. Voll gut. Voll gut. Und jetzt auch noch nicht Raucher, voll gut. Ey. Jetzt auch noch nicht Raucher. Ich beeindruck. Aber das ist ja die Frage, die Welt wird ja trotzdem nicht besser. Aber das ist vielleicht auch naja, zu viel weiß verlangt, ich nicht. Man weiß es nicht. Ja, aber deine Schuld ist es nicht mehr auf jeden Fall dann. Ne? Das ist schon mal gut, ne? So sozusagen. Also, ne, wenn aber wenn selbst ich jetzt, also bei mir war es einfach immer so, ich hatte einfach andere Probleme, so dumm das klingt. Aber wenn man immer so mit einem Bein im Selbstmord hängt, dann denkt man nicht so drüber nach, keine Tiere mehr zu essen. Und verständlich. Da und bin ich bei Dani. Wenn selbst ich jetzt schon anfange, irgendwie mir da mehr Mühe zu geben, dann kann das doch sein, dass das vielen anderen auch so geht. Und dann wäre doch wirklich was getan. Oder nicht? Ich glaube auch, aus moralischer Sicht kann man sich ja dieses Fleischfressen überhaupt nicht schönreden. Das ist ja nun mal so. Ne? Aber es ist einfach nur eine Disziplinfrage eigentlich. Also für mich. So. Ich habe es ein bisschen schwerer gerade damit, so von wegzukommen, aber. Ich würde auch einfach machen, ne? Also generell einfach machen finde ich total gut. Ja, also, ja, red du mal. Nicht mehr einfach, saufen, reden, kein Koks mehr, kein Heroin mehr, kein Fleisch mehr. Das Leben ist zu Ende. Noch. Das Leben ist doch gut so, wie es manchmal nicht ist. Nicht wahr, genau. Ja. Genau. Früher war es auch nicht schön. Oh, nee, wir wollen jetzt ich glaube, wir müssen jetzt wieder was ja, Lustiges genau, sagen, was Lustiges, ne? Ernsthaft. War eher was Lustiges, genau. Das Lustige finden die Leute besser als so Depri-Zeug. Finde ich gut. Also zurück zu eurer Musik. Sehr lustig. Sehr lustige Musik. Leute denken ja immer so, ja, Dax und Drugs ist so ein lustiger Name und ne, dieses stabile... Nee, das ist aber überhaupt so lustig nicht lustig ist das eigentlich gar nicht, oder? Nee, ist gar nicht lustig. Also... Wir heißen ja so aufgrund unserer Vergangenheit, unserer beider Vergangenheit, Ente ein bisschen mehr als ich wahrscheinlich. Ich glaube einfach, wir hätten uns nie kennengelernt, wenn wir nicht so viele Drogen genommen hätten früher. Aber wir sind auch echt gottfroh, dass wir das nicht mehr tun jetzt. Es ist so, Lars, schon wieder so allein ernst. Das Aufwachen ist einfach schöner. Ja, es ist schon. Keiner, also ich kann ja nun nicht sagen. Ich nehme keine mehr Drogen mehr, weil ich die Wirkung so scheiße finde. Das ist natürlich Bullshit. Ne? Also wer das sagt, der ist ja nicht ganz ehrlich. Ne? So. Aber dies Drumherum, das ist schön, dass ich mir das erspare. Also auf jeden Fall. Ja, und so ein bisschen kam halt daher natürlich auch der Bandname, Logo. Hat sich einfach so angeboten. Es hat sich einfach alles selber gestellt. Der Albumtitel, der Bandname, es hat sich einfach alles, stand plötzlich quasi wie von alleine da. Aber das ist doch das Beste, wenn das eigentlich auch so passiert. So ist es, ja, ernsthaft. Ey, wirklich, da können wir so froh sein, dass wir nicht irgendwie 4 Wochen uns einschließen mussten und einen Bandnamen suchen mussten oder so. Und dass wir trotzdem so einen griffigen, man kann uns auch übrigens cool DOD-Abkürzung. Alright, people out there, this is the DOD interview. They are playing their second show at all and the first show in Hamburg. I'm switching to Hamburgish, to English right now. So thank you very much for Ducks on Drugs being here. Danke dir, Mann. I wish you guys a fucking international... Thank you, Lars, alte Wege. Coming, going. I wish you very much fun on the stage. Es thanks war for mir being ein here. Fest, it was a pleasure for me. Dani? Für uns auch, Mann. Ente, thank you so much. Danke dir. Bis zum nächsten Mal, Lars. Danke, ich und Leute, ich will die Hände hören. Ja, ich danke euch viel, viel, vielmals. Leute, eine kurze Überleitung. Ein kleines DJ-Set von mir, bitte, Ente, wenn das geht. Ente, du musst jetzt gehen. Du kannst aber noch hier bleiben. Ich bin Biest, ne? Danke, ihr wart echt sweet. Ihr wart wirklich sweet. So, Leute, der Bademantel ist immer noch nicht weg. Das enttäuscht mich. Vielleicht waren wir ein bisschen zu ernst, vielleicht ein bisschen zu lustig. Auf jeden Fall, der Bademantel muss verkauft werden noch. Und jetzt ein kurzes und knackiges und schnelles DJ-Set von Fraudulit Soundsystem.
weil ich die Ausrede erfand. Und mein Anwalt braucht mal Feuer, er hat mal wieder keinen Strom. Und die Miete ist zwar teuer, doch ist echt super hier zu wohnen. In einer Bar in San Francisco steht der Messias in der Tür. Hinter ihm blüht der Hibiskus und mein Blick fällt auf die Uhr. Mein Anwalt ist auf Sendung, er wäre so gern kein von Vollendung, hat er den letzten Zug erwischt. Blutiges Knie um kurz nach vier. Ich werde nie so sein wie ihr. Nur Schutt und Asche hinter mir. Das ist eine verdammt gute Frage. Frau Julie, DJ Team Sound System. Vielen, vielen Dank. Applaus, 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 Applaus. Im Chat wird gerade darum gebettelt, ob nicht jemand, ob die Community zusammenschmeißen kann und den Bademantel für ein paar Leute nach Portugal bringen kann. Zusammen Geld, dies, das. Oh. Ich muss leider sagen, mit dem Fahrrad schaffe ich es nicht ganz nach Portugal. So gut ist meine Kondition noch nicht. Ich werde jetzt aber trotzdem alles dafür tun, ja, dass dieser Bademantel weggeht. Aber ihr werdet mir dabei unterstützen, okay? Ihr werdet mich unterstützen. Ducks on Drugs, live on stage hier dabei im Knust. Viel Spaß mit Ducks on Drugs. Ja. Terrissen! Terrissen! Wir sind zerrissen und fühlen uns beschissen. Wird denn der Alltag uns vermissen, wenn wir uns hier verpissen? Wir sind zerrissen zwischen Wildnis und Zivilisation. Wie Mori und Baldo im Dschungelbuch schon. Wir sind zerrissen. Wir sind zerrissen. Kaputt. Kommt denn im Wald unser Glück und der Hunger zurück? Buki weiß nicht, wo er hingehört. Probiert es mit der Möglichkeit und sein Herz zerstört. Zerrissen! Zerrissen! Thank you.
Yo, Leute! Das geht ab. Schönen Dank, dass ihr uns guckt und nicht Tatort gerade. Hau raus. Saure Getränke auf dem Markt von Tabu. Das liegt im Paradies, auf das ich nur hier. So glücklich bin, das liegt nur an mir. Süße Musik, bevor ich noch spring, hast du mich entführt. Zeig mir die Sonne und treib keine Zeit. Wenn uns der Tod schon morgen entzweit. Weil wir Gruben und Flug treiben. Zeig mir die Sonne und wenn du mich noch liebst, dann hast du eine Honda geleast. Wir fahren mit ner Knatterkiste und Tempo 10 die Dschungelpiste. Mit dir wird es niemals Stress, weil du mein Fachmann sauber meinen Einstieg verkackt, ne? Das ist nicht schlimm, Spatz. Das gehört dazu, das machen Maschinen so manchmal. Du hast nicht umgeschalten, ne? Hm. Bist du ready? Yes. Du spürst den Sand, du suchst das Meer. Du weißt, du liebst den Strand, doch du bist leer. Nur eine Hülle, gib mir Gefühle. Der Spiegel ruft dir hinterher. Er sagt, du bist die Schönste, aber leider leer. Du bist nur eine Hülle, hast du Gefühle. Gib uns Lieben sich ein Leben lang. Ich frag mich, wie das dann so schwer sein kann. Für mich doch nur die Kokosnuss, dann wär mit dem Hokuspokus Schluss. Nicht wohl, du fühlst all das, doch du bleibst hohl. Zeig doch deine Gefühle. Gib uns Lieben sich ein Leben lang. Frag mich, wie das dann so schwer sein kann. Ach, tiefe mich doch nur die Kokosnuss, dann wär mit dem Hokuspokus Schluss. Wow.
auch was trinken. Das hast du richtig gut gemacht gerade. Geht so, finde ich. Echt, da doch, das war ich. Auf Kaffee kommt mir immer alles wie auf Zeitlupe vor. Das ist furchtbar. Habe ich euch erzählt, ich kann Kaffee überhaupt nicht ab. Das wirkt bei mir stärker als Kokain. Das ist ganz furchtbar. Aber naja, gut. Trotzdem. Wir müssen aufpassen, sonst sind wir bald ein Comedy-Duo. Wollen wir ja nicht. Och. Vier. Jedem Anfang wohnt ein Ende inne. Jedem Anfang wohnt ein Ende inne. Jedem Anfang wohnt ein Ende. Ich bin dein Schmerz, dein rasendes Herz. Danke. Schön, dass ihr alle zuseht, kann man auch mal sagen. Also an alle, die zusehen. Wir hoffen, dass es euch okay geht zu Hause. Mehr kann man ja nicht erwarten in diesen Zeiten. Kann ich das Playback einen Ticken lauter haben? Danke. Ready? Ja, hau rein.
I cry because I tell myself I hate myself. I tease my health. I die while I'm trying to kill the worst of me. I'll never be the woman that you want to see. You don't know why I cry that you're wiser than me. You have me. Set me free, give me time and a proof that we are meant to be. Cause when you're watching telly, I can finally sleep. The screams, my socks are very clean. I love you though I'm often very mean. Moods are swinging like the weather. Don't leave me this way forever. Rock to sleep, long and slow. One more rock before you go. When life was hard, my stars so see a spark. I focus not to fall apart. I squeeze my guts. I'd say to show the best of me. I'll never be as pretty as my poetry. But I don't need a love story. Let's have the night and let's do psychotherapy in the morning. You're sleepy but I need a love. Cause I believe in someone evil up above the sky. Blue, my socks are very clean. I love you though I'm often very mean. Boots are swinging. Don't leave me this way forever. Rock to sleep, long and slow. One more rock before you go. I cry. Ja, du auch. Aber ich will ja nichts vorwegnehmen. Scheiße, jetzt trinken wir gleichzeitig. Das ist natürlich schlecht. Ach was. Wir sind so Wassertrinker auf der Bühne. Die können wir nicht verbergen. Ich fasse 3 Liter pro Gig. Okay. When I grow up, will I be happy when I wake up? When you kiss me to sleep, I'm fine. Then a dream comes to my mind. I'm blessed with deep sleep. My mind is so deep that I need a rest from sleeping. I wake myself up weeping. Sing, I'm going to kill Sarah Jock. That makes me
not scared to die, but scared to be. Scared to death when I was free. I won't learn to fly one day if I start to cry today. Danke, danke. Ready? Thank you.
Danke, liebe Leute, hier und daheim. Jetzt trinken wir aber noch mal einen, ne? Darauf stilles Wasser. Ha! Oh, das war aber noch... Was war das? Das war Beuge. Ups. Bin ich richtig? Ja, ne? Gut. Ja. Meine Geburt war mit der Zange und es dauerte nicht lange. Da war ich eine Brillenschlange mit einer Silberspange. Kaum wurde ich zur Frau, war ich ne echte Sau. Außen pfui und innen blau, abends jau und morgens tschau. Ich war nie sehr beliebt. Dabei bin ich tierisch lieb. Ob es wohl Intro-Tiere gibt? Von denen mich eins liebt. In der Nacht höre ich sie tanzen und wie sie sich fortpflanzen. Ich war nie sehr beliebt. Dabei bin ich tierisch lieb. Ob es wohl Intro-Tiere gibt. Das war das Schwerste für mich. Weil das Simpelste, aber irgendwie das Schwerste. Ich weiß auch nicht. Ja, hat der Kaffee nicht geholfen. Los. Hast du doch gut gemacht. Danke. Ja. Scheiße auf.
hier raus. Wir flippen aus. Wir flippen aus. Baust du mit deinen Beinen Quatsch, dann schwillst mein Herz aus Eis zu Matsch. Und wenn uns jemand hört, denkt er, wir sind gestört. Für mich der schwerste. Zwei Töne ist hart. Ich auch verhauen, ja. Mit Automatik kann ich einfach nicht. So. Du hast gar nichts verhauen. Es ist lieb, dass du mich trösten willst, aber ich bin ganz unten. Bist du jetzt down? Nein. Ich bin eine Maschine, weißt du doch. Mach. I'm going to scream, I guess. Words that fit me best. Said every shit loud, but nothing fits me like you do. F-E-A-R, how I feel you. I can feel trouble when there is none. I can see darkness while facing the sun. Superpowers, I'm grayish without you. F-E-A-R, you make me blue. No one touched me like you do. Feel the day, feel the year. Feel the day, feel the year. Es macht sehr, sehr viel Spaß übrigens. Auch wenn wir euch nicht sehen können. Also euch schon, aber die Leute zu Hause nicht.
falsch, oder? Nee. Aber wie das Lied, das Lied ist. Ernsthaft, sag mal. Was? Was spielen wir jetzt? Hey, aber guck mal, das Lied auch völlig scheiße, oder? Guck mal. Was soll denn daran scheiße klingen? Okay. Das ist der Kaffee, echt? Alter. Ich fühle mich wie in der Zeitschleife gefangen und die Ohren leiden auch, ey. Nie wieder Teufelszeug. Ich hab einen Freund mit weichen Sitzen, der, wenn ich heule und stink, mich ohne Martinsonnenspritzen wieder in Ordnung bringt. Ich steige ein, alles egal, ich schnall mich ab, wir sind aus Stahl. Auf den Felgen fühl ich mich stark, wir sind dann Helden für eine Fahrt. Wächst nichts nach. Du fühlst dich schwach, ich hab doch Power. Und Beats im Handschuhfach, du machst mich an. Jetzt das Pedal, wir schnallen ab. Wir sind aus Stahl. Auf den Felgen fühl ich mich stark. Wir sind dann Helden für eine Fahrt. Plötzlich schön kann ich sie durch mein Raumschiff sehen. Es blitzt und schallt von außen und lässt alle Schurken draußen. Ihr kleinen Racker. Boah, ich darf immer noch aufbleiben. Ja, stimmt. Es ist eigentlich schon lange Bettgehzeit. Wir gehen normalerweise, also ich gehe normalerweise um 21 Uhr ins Bett übrigens. Ist so. Dafür steht sie um 6 auf und dann klimpert es schon so aus dem Wohnzimmer. Ich weiß, das merkt man nicht, dass ich so viel übe. Das ist doch schade. Beide Probleme betrogen, deshalb sind wir in St. Pauli gezogen. Und wir sind in deshalb scheiße. Ich war depressiv und jung, du ohne Beschäftigung. Heute sind wir nüchtern, wir bleiben süchtig. Deshalb ist uns die Glotze so wichtig. Werbepausen beschwerlich. Die lange Nacht des Rückfalls. Gibst du mir ein bisschen Rückhalt? Bist du mit mir in den Urwald? Und was hat mit mir Urwald? Baby Duck, don't give up. Probleme betont, deshalb sind wir in St. Pauli gezogen. Hätten wir uns nicht gern gratis besoffen, hätten wir uns nie im Backstage getroffen. Ich war depressiv und jung, du ohne Beschäftigung.
Heute sind wir nüchtern, wir bleiben süchtig. Deshalb ist uns die Lotte so wichtig. Werbepause beschwerlich. Langeweile gefährlich. Ist die lange Nacht des Rückfalls. Gibst du mir ein bisschen Rückhalt? Bist du mit mir in den Urwald? Und bist dann mit mir Urwald? Baby Duck, don't give up. Enten fliegen tief, stürzen ab und singen schief. Enten fliegen tief, stürzen ab und singen schief. Enten fliegen tief. Das ist die lange Nacht des Rückfalls. Gibst du mir ein bisschen Rückhalt? Thank you, good night. See you next year. Also wir hätten noch einen, Papa, wenn wir noch dürfen. Ah, leck mich. Ja gut, gerne. Bist du irre? Machen wir. Können wir noch einen? Ja. Ja. Okay, wir spielen ihn schnell. Jo, es war wunderschön, der ganze Tag. Dankeschön. Vielen Dank, Audiolied, für diese Blume im März. Thank you, good night, see you next year. Dankeschön. So, Leute. Danke, Dogs on Drugs. Das war hervorragend. Applaus dann auch. Weil es ja die schöne Frühlingsgala ist, habe ich mich hier unterm Tisch versteckt und werde jetzt für euch als Pflanze erwachsen. Achtung, wartet kurz. Wow, 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 wow. Let the sunshine in your heart, people out there. In the internet. Let the sunshine in your heart, people in the internet. In the internet. Yeah. Yeah. Thank you so much for being around here. I'm a flower. I'm the flower of love. Called Lars Lehmrenz. Ich bin der Moderator und ich sollte das Mikrofon anmachen. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Mikrofon, alle machen mit. Witz. Vielen Dank, Leute. Ich habe mich als Blume verkleidet, weil es eine Frühlingsgala ist. Die schönen Blumen wurden besorgt. Danke, Audiolied Booking. Danke, Back on Stage, Kevin, Ass. Danke, Knust. Danke, das Licht, den Ton, die Bands. Und vor allen Dingen, vielen, vielen Dank, ihr da draußen, die mitguckt. T.S. Uhmann, wir sind Helden. Zacki Boy, wer war sonst noch am Start? Hubert Koch, keep it clean, Digga. Don't smoke no more. Wen wollte ich noch danken? Drin geblieben. Und natürlich wollte ich auch dir danken, Chrissy. Chrissy, dir wollte ich auch danken. Molly, dir wollte ich auch danken. Ein Applaus für das Frau-Julie-DJ-Team auf jeden Fall. Sound ich sag das System. Immer falsch, ne? Frau Julie Soundsystem, es ist echt.
Ich verwelke. So, ich habe ja gesehen, ihr habt ein Reel gemacht, in dem du, Molly, mal endlich wieder in den Club gehen wolltest. Wie fandst du das heute im Club hier? Richtig gut, richtig erfrischend, belebend, motivierend. Alles in allem, da war alles dabei, ne? Menschen. Alkohol. Sensation. Lauter Bass. Chrissy, wie war's? Fandst du das, mal wieder so im Club zu sein? Es ist so ein bisschen schlimm, wenn man jetzt so Blut geleckt hat und dann jetzt gleich wieder nach Hause geht und das war's. Aber es war ein sehr schöner Abend. Schön, mal wieder aufzulegen, auf jeden Fall. Unfassbar, oder? Ich hatte heute Morgen, als ich dann so die Leute nochmal, wir hatten ja bei Instagram kurz geschnackt, dachte ich so, wow, das wird echt ein langer Tag. Und jetzt weine ich schon fast, dass es zu Ende ist. Wirklich. Ich könnte noch länger hier reden, ein bisschen in den Chat mal gucken, immer mal eine Stunde dahin gehen, dies, das, noch eine Band. Wir könnten das eigentlich noch viel länger machen. Aber jetzt auch die Frage natürlich an euch. Nächstes Jahr, wenn alles wieder so ist, wie es vielleicht mal war, wie wir es gern hätten, seid ihr auch dabei wieder beim selben Line-Up? Wie hat Molly eben so schön gesagt, wir haben ja eh immer die gleichen Klamotten an beim Auflegen, deswegen auf jeden Fall. Wir sind vorbereitet. Oh, ja. herrlich. Das ist doch super. Dann habe ich quasi alle... Aber das Wichtigste ist ja eigentlich, dass die Leute, das müsste ich eigentlich noch jetzt Knust auch mal fragen, die Leute vom Licht, vom Ton. Seid ihr auch dabei? Logisch, ihr seid die Besten. Auf das Knust ist Verlass. Knust eh Hamburgs stabilste... was seid ihr eigentlich? Ein Diskut- so, wie Knust? Club? Also ihr seid einfach das Knust wahrscheinlich, ne? Oder hat das so ein Unterdingens? Bar ist wahrscheinlich untertrieben. Konzertlocation. Club. Club? Ja. Techno-Club. Knust, kein Techno. Ich kann auch noch eine Geschichte zum Knust erzählen. Ich war ja mal im alten Knust in der Brandstschwiete. Das war sehr, sehr lange her. Da habe ich gespielt in einer Band. Das war damals schon sehr toll. Und ich dachte mal, was ist eigentlich mit diesem Knust passiert? Und auf einmal taucht es hier auf. Und es ist wirklich, wirklich schön hier, Leute. So draußen, ihr müsst auf jeden Fall, wenn alles wieder funktioniert und so dies, das, diesen Ort besuchen. Das Knust in Hamburg, für alle, die auch von außerhalb mal hierher kommen. Es ist nur zu empfehlen. Jetzt letzte Frage an euch, Frau, die bevor ihr noch ein paar schöne Lieder uns auflegt hier draußen. Wie steht's bei euch? Welche Vision für die Zukunft? Habt ihr Wünsche, Ideen? Was liegt euch auf dem Herzen? Wir sagen eigentlich bei jedem unserer Gigs, das sollte der letzte sein. Aber vielleicht gibt es noch einen. Ich hoffe sehr, dass wir weiterhin die Übergänge nicht verkacken. Das wäre mir ein Anliegen. Das ist ganz gut, wenn es läuft. Ich würde gerne mal einen Übergang machen. Okay, wir versuchen es mit Übergängen. Noch besser. Any last words? Noch vielleicht irgendwas Abschließendes, was Rundes von euch? Danke an die Bands, ey. Es war so schön, mal wieder Live-Musik zu hören. Zigaretten, Ducks und Rocks. Das hat mir gut getan. Und Spirelli. Und Spirelli natürlich auch. Genau. Also von meiner Seite aus, ich ziehe mich wieder zurück in meinen Kokon. Ich wachse wieder zurück. Pflanzen kommen immer aus einem Kokon, wer kennt es nicht? Ich schalte jetzt schon mal das Mikrofon aus. Ihr müsst das Geräusch machen, damit ich quasi wieder zurückwachse und nächstes Jahr wieder auftauche. Von meiner Seite aus wirklich herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ohne euch wäre das nicht möglich. Danke, dass ihr so viel gesoffen habt. Der Bademantel leider nicht verkauft worden, ist nicht so schlimm. Ich bin arg enttäuscht, aber ich werde es verkraften. Morgen früh würde ich aufwachen und an diesen Abend denken, als wäre er fast wie mein Geburtstag. Der ist auch meistens sehr, sehr schön, fast immer eigentlich. Es war fast wie ein Geburtstag für mich heute hier. Ich danke euch von Herzen. Mein Name ist Lars Leverenz. Ich bedanke mich nochmal an euch da draußen, an alle Beteiligten hier rundherum. So, ihr seid auch sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Danke. Danke. Ich wachse zurück. Danke. Tschüss. Zurück. Good night, Lars. Aber wir legen jetzt noch auf. Genau. Ich gehe schon mal, okay. Alles klar, ich folge dir. Heimlich.
scheiße. Oh Mann. Sehr witzig. Stimmt, ich mach die besten Witze. So schizophren, ich schreib mich selber auf die Gästeliste. Du nennst mich Pleitegeier, ich nenn mich Spaßvogel. Ich bin so real, ich schreib an meine Texte an Wände mit einer Farbdose. Ich bin ein Rapper, bin ein harmloser Gangster. Gerade mal so gefährlich wie ein zahnloser Rentner. Wenn ich sag, ich mach auf Dick, red ich von meinem Bierbauch. Hauptsache Spaß, Anti alles, so sind wir drauf. Doch alle meine Decken fragen, wo ist die Message? Dabei ist die Musik, die ich
gibt dieser Beat und der Flow schon die Message. Keiner kann mich verstehen, ich habe es gewusst, doch ich liebe euch alle, kommt auf meine Brust. Das ist der Zack Life, das hier ist Zack Life. Alle meine Fans umarmen sich, ich kenn deinen Namen nicht, doch komm an meine Brust. Komm, komm an meine Brust, Punk, komm an meine Brust. Komm, 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 komm. Das ist der Zack Life, das hier ist Zack Life. Alle meine Fans umarmen sich, ich kenn deinen Namen nicht, doch komm an meine Brust. Komm, komm an meine Brust, Punk, komm an meine Brust. Du fühlst dich so allein, du fühlst dich mies und klein. Denn die Welt ist viel so gemein, das Leben reiner Wahnsinn. Du würdest gern riesig sein, versuchst dein G zu sein. Doch jeder weiß, dass du nur davon träumst, dass dich jemand im Arm nimmt. Du stinkst nach Schnaps und Bier, unrasiert und schmuddelig. Du bist fast wie wir, komm zu mir, ich knuddel dich. Ihr sagt, dass Gott euch beschützt, doch glaubt es nicht mal selber. Warum haben alle eure Kirchen sonst ein Blitzableiter? Das Leben ist sinnfrei und das ist so schmerzhaft. Du machst auf Fahrt, obwohl jeder weiß, dass du ein Herz hast. Du bist ein deutscher Gangster, bisschen blind, bisschen wack. Doch ich hasse dich nicht, komm her zu mir. Küsschen links, Küsschen rechts, ich meine es ernst. Liebeslied und Partysong, wir umarmen uns wie Fußballfans in ihrem Stadion. Jetzt hast du Hunger, denn du denkst, es geht um Hackfleisch. Doch das ist Hippie-Shit, Captain Gibbs, Hackfleisch. Das ist kein Zack-Life, das hier ist Hackfleisch. Alle meine Fans umarmen sich, ich kenn deinen Namen nicht, doch komm an meine Brust.